eine Gedanken gerade. Und dieser Gedanke hat mit der Schafe Gottes zu tun. Und es ist so ein starker Eindruck in mir, wo der Herr sagt, versammel meine Schafe, versammel meine Herde. Ich möchte zu meiner Herde sprechen. Und höre noch dazu eine Stimme, die sagt, siehe, wo sind die Hirten? Wo sind die, die ich auserwählt habe, um meine Schafe, meine Herde zu weiden? Versammel meine Herde. Ich möchte zu ihrer Herzen sprechen. Und heute Morgen, als ich bei der Arbeit war, es kam mir wirklich etwas in Gedanken sehr stark. Und das betraf wirklich Deutschland und das Land, wo ich herkam. Und ich stehe in der Mitte von beiden Ländern, Kamerun und Deutschland. Kamerun ist mein Ursprung, meine Heimat. Deutschland ist auch meine Heimat, gell? Mein Mutterland. Und ich habe diese Gedanken seit heute Morgen, Ikabod. Wer hat schon von Ikabod gehört? Erster Samuel 7. Ikabod. Erster Samuel 4. Was bedeutet Ikabod? Lauter. Die Herrlichkeit ist gegangen. Für die Bundeslade. Seine Schwiegertochter, das Kind geboren hat. Und die Bundeslade war weg beim Fall. Und der hat das Kind, die Herrlichkeit ist gegangen. Ja. Und ist gestorben. Ja. Warum ist die Herrlichkeit aus Israel weggegangen? Bundeslade. Sünde. Sünde und Gehorsam. Ja. Ikabod. Ikabod. Wenn man von Ikabod redet, woran denkt man? Verlorenheit. Woran denkt man noch? Schutzlosigkeit. Woran denkt man noch? Gottlosigkeit. Wenn der Herr sagt in ein Land, Ikabod, was bedeutet das? Er ist weg. Wovon ist er weg? Aus dem Tempel. Wir werden dieses Thema die nächsten Tage ansprechen. Ikabod. Das Ziel dieses Themas ist zu schauen, wann geht die Herrlichkeit von einem Volk, von einer Familie, von einer Gemeinde, von einem Land weg. Und wie sind die Möglichkeit und die Chance, diese Herrlichkeit zurückzuholen? Samuel war Richter und Prophet in Israel. Ab welchem Kapitel fing Samuel mit seinem Dienst? 1. Samuel 3. Richtig in Dienst. Schau mal in der Bibel. Ab wann, nicht die Berufung, ab wann will Samuel das erste Mal als Prophet anfangen zu arbeiten? Ab welchem Kapitel der Bibel? 1. Samuel. Ikabod ist Kapitel 4. Ikabod ist Kapitel 4. 7. In 3 hat der Herr ihm über Eli alles. Ja, ich meine, ab wann arbeitet er das erste Mal als Priester? 3, als er den Eli das Gericht gesagt hat. Nein. Ab wann fängt er an als Priester? Als die Herrlichkeit wegfliegt vom Volk. Die Herrlichkeit wegfliegt. Und dann war Gott nicht da mehr, ein Jahr lang. Ja. Danach hat er nur zu Samuel gesprochen. Ja. Er hat nur zu Samuel gesprochen. Aber ab wann tritt Samuel vor das Volk als Priester? 7. Ab 7. Okay. Die Herrlichkeit war weg. Warum war die Herrlichkeit weg? Die Priester haben sich versündigt. Die haben sich versündigt. Ja,
Die haben das, was in der Bundeslade ist, die haben nicht gedient, die haben das Wort war weg. Alles, was in der Bundeslade ist, war nicht mehr da. Das heißt, das Wort Gottes war nicht mehr da. Alles, das sind drei Dinge in der Bundeslade. Diese Dinge, die waren nicht mehr da. Zum einen der Stock, der für den Dienst steht. Der Dienst für den Herrn war nicht mehr da. Das heißt, es war kein Gottesdienst mehr da. Es war Götzendienst. Dann zum anderen, es war ja Manna in der Bundeslade. Das steht für das Brot, das Wort Gottes. Das Wort Gottes war nicht mehr da. Und dann, was war noch drin? Laute. Ah, die Gebote des Herrn, die wurden nicht gehalten, die wurden nicht eingehalten. Und deswegen war die Bundeslade weg, die Herr nicht mehr, weil diese drei Dinge müssen da sein. Was hat dazu geführt? Verführung. Priester. Wie war der Priester damals? Die Söhne von Eli haben sich versündigt. Nicht nur die Söhne, wie war Eli selbst als Priester? Blind. Lasch. Lasch, blind, faul. Mangel an Erkenntnis und unentschieden. Wenn wir diese Charakteristik betrachten, dann schauen wir jetzt diese selbe Charakteristik, die wir genannt haben, in der heutigen Gemeinde. Was sagt das Buch von Sprüche 28? Wenn die Offenbarung, wo sich keine Offenbarung bahnt, verwildert wurde. Und was war in Israel damals? Was fehlte damals? Das Wort war lange Zeit weg. Das Wort war lange Zeit weg. Das Volk lebte nicht mehr im Wort. Das Wort war nicht mehr der Mittelpunkt. Und wir wissen, dass das Volk, das Wort, Jesus Christus in der Mitte seines Volkes ist. Und wo das Wort Gottes nicht mehr am Zentrum, als Mittelpunkt, das bedeutet, Jesus ist nicht mehr das Zentrum. Und ab diesem Moment, wo das Wort nicht mehr da ist, zu ermahnen, zu erbauen, die Wege Gottes zu zeigen, den Willen Gottes zu offenbaren, das bedeutet, das Volk wird einfach in ihre Wege wandern. Der Dienst wird nicht mehr derselbe, weil alles, was in der Bundeslade war, war weg. Alles war weg. Das bedeutet, es gab keine Richtlinie mehr in der Mitte des Volkes. Der Priestertum, der Dienst war nicht mehr, wie Mose es zugelassen hat. Ich möchte uns dieses Bild geben, damit wir einfach in uns selbst gehen und betrachten unsere Gemeinden heute in unserem Land. Was können wir tun, dass diese Herrlichkeit Gottes zurück im Landes kommen. Nicht nur in dein Leben, nicht nur in deine Familie, nicht nur in deine Gemeinde, aber dass in dieses Land, dass die Herrlichkeit, dass eine herrliche und strahlende Gemeinde erweckt wird und dass die Welt sieht und daran erkennt, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und für Ewigkeit. Ikabod, die Herrlichkeit ist weg. Es gibt noch einen Teil in der Bibel, wo man über Ikabod redet. Wer kennt das? Es ist in einem Buch. Es ist ein Buch eines Propheten, wo die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Ezekiel. Welches Kapitel Ezekiel? 8. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel. Und ab dem Moment, warum hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen? Wir sehen von Ezekiel, Anfang bis zum 8. Warum die Herrlichkeit? Aber bevor die Herrlichkeit den Tempel verlässt, Gott ermahnt, Gott warnt, Gott redet. Warum gibt Gott uns diese Ezekiel Kapitel 8 und 1. Samuel Kapitel 4? Warum gibt uns Gott das für uns, die heutige Generation? Warum gibt er uns das? Ist es umsonst in der Bibel? Nein. Wenn Gott in der natürlichen Ebene den Tempel verlassen hat, Gott kann auch in der übernatürlichen, denn wir leben nicht mehr in der natürlichen,
Weil wenn wir anfangen, in der Natürlich zu leben, wir leben in Gesetzlichkeit, wir leben in Fleisch. Aber wir als Kinder Gottes, neugeborene Christen, wir leben in der Übernatürlichen. Deswegen in Johannes 4, Gott sagt, die Zeit ist da, wo die wahre Anbeter den Herr im Geist und in Wahrheit anbeten. Wir sind übernatürliche Menschen. Wir sollen lernen, übernatürlich zu sehen, übernatürlich zu hören, übernatürlich zu verstehen, übernatürlich zu fühlen, übernatürlich zu wandern. Wir sollen langsam lernen. Warum haben wir als Christen sehr viele Probleme? Warum haben wir sehr viele Sorgen? Weil wir in der Natürlichen noch wandern. Wir haben noch nicht geschafft, in der Übernatürlichen zu wandern. Wir haben noch nicht geschafft, in der Übernatürlichen uns zu bewegen. Der Mensch, der in der Übernatürlichen sich bewegt, die Probleme dieser Welt stören ihn nicht. Die Sorgen dieser Welt stören ihn nicht. Egal wie schlimm die Situation aussehen, du siehst wie der Adler, du siehst in der Übernatürlichen, du denkst über Übernatürliche, du hoffst Übernatürliche, du glaubst Übernatürliche. Man kann kommen und sagen, diese Situation in deinem Leben ist unlösbar. Der Mensch sieht in der Realität, aber du siehst in der Übernatürlich, in der Wahrheit. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Das ausgesprochene Wort Gottes soll sich in dein Leben verwirklichen. Du sollst das Wort Gottes verkörpern in dir, damit du anfängst, übernatürlich zu wandern. Das Problem dieser heutigen Gemeinde ist, dass wir mehr natürlich und fleischlich fokussiert sind. Wir pflegen mehr unsere Seele, anstatt den Geist zu pflegen. Wir sind mehr beschäftigt mit unserer Seele. Ich möchte euch herausfordern. Schau mal in der jetzigen Gemeinde. Ihr werdet merken, die Prediger sind mehr in der Bereich der Seele. Was reden wir über Seele? Alles, was den Mensch betrifft. Segen, Heilung, mehr haben und so weiter. Wir sind mehr in der Natur, in der Fleisch, in der seelischen Ebene, bewegt sich die Gemeinde heutzutage. Liebe ist gut, aber die Liebe soll sich auch in der Bereich übernatürlich bewegen. Gott hat in sein Wort gesagt, ein der großen Gebot ist, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Aber Liebe bedeutet nicht, dass ich naiv unterwegs sein will. Nicht, weil ich ein Obdachlos in der Stadt gehe, ich muss ihm unbedingt Geld geben. Nicht, weil jemand mir nach Geld fällt, ich muss ihm nicht unbedingt geben. Man muss immer mit Unterscheidung wandern. Es ist sehr wichtig. Nicht, weil Gott gesagt hat, nimm Leute, hilf einander. Oder wenn du jemanden siehst, der keinen Mantel hat, du sollst ihm deinen Mantel geben. Nee, ich muss auch unterscheiden. Weil wir Christen, wir sind mehr oberflächlich und mehr naiv. Weil wir uns in der seelischen Bereiche bewegen. Liebe Geschwister, wenn man von Ikabod redet, es gibt wirklich einen Grund, warum die Herrlichkeit Gottes die Gemeinde verlassen hat. Ich sage nicht, dass jede Gemeinde die Herrlichkeit Gottes nicht sieht. Aber die Erfahrung, die wir die letzte Zeit gemacht haben, ist, die Seele, die Emotionen werden bewegt und man verwechselt das mit der geistlichen Wanderung. Weil ein Mensch, der im Geist sich bewegt, man sieht das anhand der Frucht in sein Leben. Ein Mann, der sich im Geist bewegt, man sieht, er geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du kannst nicht mit einem herrlichen Gott unterwegs sein und du hast keine Herrlichkeit in dir. Denn du siehst, du bist ständig unter dem Schatten dieser Herrlichkeit. Du bewegst dich mit der Herrlichkeit, du schläfst mit der Herrlichkeit. Überall, wo du bist, die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Es ist die Liebe Gottes, manifestiert in uns durch seine Herrlichkeit. Ohne die Liebe Gottes können wir die Herrlichkeit Gottes nicht erleben. Halleluja! Halleluja! Ich möchte uns ermutigen, nach mehr Herrlichkeit zu streben, nach mehr geistlicher Bewegung zu streben, nach mehr, dass du siehst im Geist, dass du dich bewegst im Geist, dass du, wo Menschen gesagt haben, dieses Geschäft wird
Spirit. Halleluja. Ein herrlicher Mensch. Ein Mensch, der im Geist wandert. Der mocht nicht ständig. Der beschwert sich nicht ständig. Der jammert nicht ständig. Der flucht nicht ständig. Nee, das sind die Menschen, die im Fleisch wandern. Jemand, der im Geist wandert. Egal welche Schwierigkeit er hat. Er segnet den Herrn. Er preist den Herrn. Er freut sich. Die Bibel sagt, freut euch alle Zeit. Ich sage euch, freut euch alle Zeit. Paulus hat nicht gesagt, wählt die Zeiten, wo ihr euch freut. Wenn ihr betrübt ist, ihr braucht euch nicht zu freuen. Nein, freu dich alle Zeit. Wenn jemand vor dir steht und beschimpft dich, sagt Halleluja, Halleluja, danke Herr, dass er mich beschimpft. Genauso wurdest du beschimpft, Herr. Ich beschimpf dich und du segne den Herrn. Das gibt doch gar nicht. Nein, segne den Herrn. Sag Halleluja, Jesus, du lebst. Dein Feind, der vor dir steht und sieht dich, Jesus segne, während er dich beschimpft. Er will nach Hause gehen. Der Heilige Geist will zu seinem Herz sprechen. So kommen Menschen zur Bekehrung. Aber wenn jemand vor dir steht, beschimpft dich und du sagst, ja, was meinst du? Ja, und du fängst an, dich recht zu fertigen. Oh, liebe Geschwister, wie oft wollen wir uns rechtfertigen? Wie oft? Jemand beschimpft dich bei der Arbeit oder unterwegs und du antwortest, ja, ich bin auch, ja, was denkst du? Ja, nein. Wenn er dich beschimpft, wenn er laut ist, Halleluja, 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 du fängst an, den Herrn zu loben und zu danken. Je mehr du das tust, desto zornig wird er, desto explodieren wird er. Aber er kann dir nicht nachkommen. Warum? Weil du dabei bist, den Herrn zu loben und zu preisen. Erinnere euch, als Samuel dabei war, ein Opfer an Gott zu geben, in 1. Mose, in 1. Samuel, Kapitel 8, er war dabei, die Opfer zu geben. Und die Philister kamen anzugreifen. Weh, wenn jemand dich angreift. Während du am Loben bist, während du in Anbetung bist, er wird Donner, Blitz, Feuer vom Himmel erleben. Und wenn er sich nicht bekehrt, er wird das Schlimmste seines Lebens erleben. Liebe Geschwister, wenn du anfängst, solche Gedanken, solche Art zu denken zu haben, liebe Geschwister, du wirst von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg gehen. Halleluja! So eine Gemeinde ist erwacht. So eine Gemeinde der Endzeit. Eine prophetische Gemeinde. Die denkt prophetisch, die wandelt prophetisch, die übt alles prophetisch. Warum? Weil die ständig im Geist sich bewegt. Halleluja. 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 Ich sag euch eins. Ich weiß nicht, ob es ein Mystik bei euch ist. Aber ich denke, es ist eine Gnade, dass ihr unterwegs mit einem prophetischen Dienst. Weil ein prophetischer Dienst ist anders. Halleluja. Ein prophetischer Dienst ist da, um Leben zu bringen, wo tot war. Um wirklich die Anbetung, der Altar Gottes wiederherzustellen, dein Leben. Deswegen, solange du unterwegs mit Gott, mit dem Propheten Gott, die hier alle sind, du wirst in der Lage sein, prophetisch, geistlich zu wandeln. Halleluja. Es ist ein Feuer, der sich überträgt. Halleluja. In dein Arbeitsplatz. Dieses Feuer in dir, weil du prophetisch unterwegs bist. Dein Arbeitsumfeld wird sich verändern. Die Atmosphäre in dein Arbeitsumfeld. Überall, wo du dich bewegst. Weil du prophetisch unterwegs bist. Weil der Geist der Prophet herrscht über dich. Weil der Geist Jesus Christus ist über dein Leben. Weil der Geist Jesus ist der Geist der Propheten. Halleluja. Du wirst prophetisch sehen. Du wirst prophetisch fühlen. Du wirst prophetisch reden. Halleluja. Amen. Der Geist der Prophet ist hier. Der Geist Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Unser Herr ist gut. Amen. Amen. Unser Herr ist gut. Halleluja. Freu du dich. Halleluja. Jesus, komm bald. Halleluja. Wir erwarten etwas Wunderbares. Und das sollen wir jeden Tag proklamieren. Jesus, komm bald. Halleluja. Jesus, komm bald. Halleluja. Wir werden alle zusammen gehen. Halleluja. Wir müssen alle zusammen gehen. Warum? Wir passen aufeinander. Wenn du etwas in deiner Schwester merkst, was Gott nicht wohlgefällig ist,
Essen, gehst du auf dein Knie und schreist, Herr. Herr, ich möchte nicht, dass meine Schwester, mein Bruder bleibt. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam gehen. Und der Herr wird der Geist der Buße schicken, der Geist der Umkehr schicken, der Geist, Halleluja, des Reue schicken, Halleluja. Dein Bruder wird in der Gemeinde kommen. Der Heilige wird ihn bewegen, wird auf den Knie gehen und anfangen zu weinen. Herr, es tut mir leid, weil der Geist der Buße da ist. Wir wollen den Geist ständig haben, damit wir wirklich, wenn wir uns versündigt haben oder wenn du irgendwie etwas falsch getan hast, dass du Buße tust. Amen. Amen. Halleluja. Sei gesegnet. Amen. Wir haben mit dem Dienst angefangen. Amen. Welche Dienste haben wir angesprochen? Aposteldienst. Wer erinnert sich an was wir gesagt haben? Aposteldienst, ja. Purpur. Purpur, ja. Purpur. Halleluja. Der König. Der König. Mhm. Ein Beispiel Aposteldienst im Alten Testament. David. Warum? Warum David? Weil er war ein König. Weil er die Anbetung zurückgebracht hat. Er war ein König, ja. Und zweitens, weil er das Land zurückerobern hat. Er war ein König. König wie zum Beispiel der, wer in der Bibel die Jezabel getötet hat. Jehu hat Jezabel getötet. Das ist auch der König. Das ist auch der Aposteldienst. Amen. In dem Alten Testament, der Aposteldienst hat mit dem König, es ist der Löwe. Es ist der Löwe. Und wir sehen auch, die ganzen Apostel, die sich in der Wort Gottes bewegt hatten, ihre Dienst waren nicht unbedingt Gemeinde zu errichten. Weil viele denken, Propheten müssen tausende von, Apostel müssen tausende von Gemeinden überall, weltweit. Und damals, ich habe einen Apostel kennengelernt, er sagte immer, ich bin ein Apostel. Ich sagte, warum? Ja, ja, ich habe schon mal 20 Gemeinden weltweit. Ich sagte, okay. Paulus hat nie gesagt, ich habe 20 Gemeinden, habe ich gesagt. Paulus hat Kinder gelernt. Paulus hat wirklich Dienste, weil ein Apostel hat eine Besonderheit. Er ist wie eine Frau, sein Gebär ist wie der Gebär eines Frau. Er trägt Dienste. Amen. Und der Apostel hat immer diese Sehnsucht, den Tabernakel durch Gottes in Städte, in Länder zu errichten. Man sieht das an Paulus. Amen. Paulus ist einer der größten Apostel aller Zeiten. Wir sehen die Apostel, die die Fundament Gottes gelegt haben. Na, die Apostel, die mit Jesus Christus waren, die Apostel, die die Fundamente Wort. Es gibt drei Arten von Aposteln in dem Wort Gottes. Die ersten waren die, die Fundament des Wortes gelegt haben. Ja, man sieht Matthäus, man sieht Johannes, man sieht Jakobus, der Bruder Jesus Christus, man sieht Petrus, die sind die, die Fundament des Wort Gottes, Fundament des Glaubens gelegt haben. Da haben wir die Apostel, die Fundament der Gemeinde, na, wie zum Beispiel Lukas, Markus, Paulus. Paulus hat wirklich Apollos auch, die sind die, die die Fundamente der Gemeinde gelegt haben. Deswegen sagt Paulus, ich habe gebaut, Apollos, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Ne? Die sind die die Fundamente der Gemeinde, die haben auf dem Fels Jesus Christus gebaut. Da haben wir die Apostel der Nationen, die Apostel, die jetzigen Apostel, die weltweit unterwegs sind. Die sind da, um wirklich Dienste wieder zu errichten. Die sind da, um wirklich überall, wo das Evangelium noch nicht angekommen ist, die Gemeinde zu errichten. Aber die bauen Gemeinde und legen Dienste, Älteste und fahren fort. Ne? Bei den Aposteln, diese jetzige Zeit, es eilt, es ist wie eine Dränge in ihnen, weil der Messias kommt bald wieder und die sollen sich bewegen, die sollen wirklich schnell rausgehen, um wirklich Menschen zurück nach Hause zu bringen. Das ist, und die Apostel arbeiten mehr mit Evangelisten und mit Propheten.
Und man sieht auch, Barabbas war ein Prophet und er war unterwegs mit Paulus. Und Barnabas ist einer, der Paulus entdeckt hat und ihn zu den anderen Aposteln gebracht hat. Warum? Paulus sagte, als ich berufen war, ich habe nicht nach dem Fleisch und Blut gefragt, ich bin in Dienst gegangen. Paulus ist, nachdem er von Ananias die Hände, er wurde befreit und die Hände aufgelegt bekam, er ist sofort in Dienst eingegangen. Aber man weiß da, ja, dass Gott nimmt Himmel und Erde als Zeuge. Das bedeutet, jeder, der berufen ist, irgendwann, Gott bringt dich zurück zu den Kollegialen. Wie sagt man das? Zu der Vereinigung aller Apostel, aller Dienste, um deinen Dienst, damit man deinen Dienst bestätigt. Weil Gott nutzt auch Menschen, um den Dienst zu bestätigen. Der sagt, ich bin ein Prophet, Apostel, ich brauche keine, der ist nicht vom Geist Gottes. Ne? Weil wenn du vom Geist Gottes geleitet bist oder gefühlt oder erfüllt, du brauchst andere Dienste. Es gibt keinen Dienst, der sagt, ich arbeite alleine. Nein, nein. Wenn du wagst, allein zu arbeiten, du wirst aussterben. Die Dienste, die fünf Dienste, die waren gemeinsam. Das bedeutet, du kannst eine Gemeinde errichten, du bist Pastor, Apostel, aber du brauchst andere Dienste. Du brauchst Ratschläge, du brauchst Gebetszeit mit anderen Diensten, damit du ständig in Bestätigung, man bestätigt, du bestätigst auch die anderen, man ermahnt dich und so weiter. Ohne andere Dienste kannst du auch sterben. Ja? Es ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich sage so, ich habe nichts gegen Bibelschule, aber ich habe euch immer gesagt, ich werde an einer Bibelschule teilnehmen, wenn ihr mir eine Bibelschule zeigt, wo danach Propheten, Pastoren, Evangelisten, Lehrer und so weiter gesandt werden. Weil für mich, ich sehe immer Bibelschule, wo Leute als Pastoren immer rauskommen. Und ich sag mal so, bevor du eine Bibelschule betrittst, es ist wichtig, dass du feste Fundament im Glauben. Ich würde niemanden schicken, der keine feste Fundament im Glauben hat, zur Bibelschule. Amen. Amen. Apostolischer Dienst ist sehr wichtig. Und wenn man weltweit betrachtet, seit Jahrzehnten, Apostel und Propheten, Dienste, wurde von Feinden sehr, sehr bekämpft. Und bis heute sind Dienste, die sehr bekämpft sind. Weil Aposteldienste, die arbeiten in der letzten Zeit, um die Gemeinde Gottes wieder zu errichten. Der Prophetendienst arbeitet wie in der Zeit von Elia. Elia kam in Israel, wo die falschen Propheten, die falsche Lehre, die Ehelehre unterwegs waren. Er musste die Altäre Baal Astarte zerstören, um den Altar Gottes wieder herzustellen. Und das ist der Dienst auch der Prophet. Der Prophet, der sieht schnell, wo es hängt. Er sieht schnell, wo es stinkt. Er sieht schnell, wo Böse unterwegs sind in Familien, in Gemeinden, im Land, in Städten, im Länder. Er hat diese Augen der Adler. Es ist der Adler, wenn man von der Dienst redet, es ist ein Zeichen der Adler. Und der Prophet erlebt in seinem Leben sehr, sehr viele Ablehnungen. Je mehr Gott dich benutzen möchte, desto mehr Ablehnung erlebst du auch manchmal von anderen Diensten. Weil es ist ein Dienst, der sehr mit viel Autorität unterwegs ist. Ein Prophet kann manchmal sehr streng sein, aber kann auch sehr sanft, sehr, sehr zärtlich sein. Und ein Prophet braucht öfter mal in seiner Nähe Apostel. Ein Apostel ist wie ein Schutz für einen Prophet. Ja, Zusammenfassung, es gibt im YouTube unsere Aposteldienstlehre. Wir haben wirklich viel geredet. Um die Dienste zu verstehen, die Einführung ist auch sehr wichtig. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Epheser 4, 11 bis 15. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche
als Evangelisten, etliche als Hirte und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündigen sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Ich möchte etwas sagen. Man soll immer eine Unterscheidung machen zwischen der Propheten, der Dienst der Propheten und der Gabe der Prophezeiung oder Gabe der Weissagung. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe für beide. Es ist der Geist, derselbe Geist, der Weg. Aber der Dienst der Propheten ist vollständiger, umfangreicher in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Eine prophetische Gabe wird nur innerhalb, am meisten innerhalb der Gemeinde. Die prophetische Gabe dient für die Gemeinde. Aber der Dienst der Propheten wird in der Gemeinde angewendet, kann auch außerhalb der Gemeinde. Das bedeutet, der Herr kann Propheten zum Städten senden, zum König, zum Präsidenten, zum Oberbürgermeister, um eine bestimmte Botschaft zu verkünden. Aber diese muss immer von ein oder zwei geprüft werden. Ich habe erlebt, einen jungen Mann, der sich als Prophet nannte, in Israel, der ging zu einem Pastor und sagte zu dem Pastor: Hier, der Herr hat mich beauftragt, zu dem Netanyahu zu gehen, um ihn zu ermahnen. Und du als Pastor, du sollst mich begleiten. Ab dem Moment, wo er redete, der Pastor empfing vom Herrn: Dieser Geist ist nicht mein Geist. Es ist der Geist der Irrlehre, der Irrtum und so weiter. Und der Pastor hat den Mensch geprüft und der Mensch wurde sofort zornig und motzen und so weiter. Und so war für den Pastor durch diese Prüfung eine Bestätigung, dass dieser Geist nicht von Gott war. Ich habe manchmal erlebt, wo jemand kommt und sagt: Ich habe prophetische Gabe, lass uns mal die hier gehen und ermahnen. Man muss aufpassen, warum der Dienst der Propheten nicht akzeptiert ist in manchen Gemeinden, die auch charismatisch, finstlich unterwegs sind. Viele haben Angst vor diesem Dienst. Es ist ein Dienst, der auch sehr gefährlich ist. Es kann Familien zerstören. Es kann Gemeinden zerstören. Es kann Menschenleben zerstören. Deswegen, man wird sehen, von allen Diensten, der Dienst, wo Gott am meisten Zeit sich nimmt, bevor er einen Prophet in Dienst rausschickt, bevor er einen Menschen in Dienst rausschickt, er nimmt viel Zeit bei dem Prophetendienst. Sehr viel Zeit. Viele Propheten haben über 5, 6, 7, 10, manchmal 20 Jahre gewartet, bis sie in Dienst eintraten. Von dem Tag, wo ich empfing, dass ich Prophet war, bis ich anfing, in Gemeinde als Prophet zu dienen, das hat mindestens 10 Jahre gedauert. Der Herr nimmt Zeit. Und es ist auch für unseren eigenen Schutz, unsere eigene Sicherheit. Weil ich kenne einen Prophet, sag mal so, er war nicht reif. Er hat hunderte von Menschenleben zerstört, Gemeinde lahmgelegt durch seine Prophezie. Alle waren nicht falsch, aber die Art und Weise. Wir werden in der Eigenschaft der Prophet sehen, dass eine der großen Eigenschaften der Prophet ist Weisheit, Demut, Sanftmut, Unterordnung, Unterscheidung. Der Prophet bewegt sich viel mit
sehr, sehr viele Eigenschaften im Vergleich zu anderen Diensten. Wenn, in dem Moment, wo wir den pastoralischen Dienst studieren werden, wir werden sehen, dass der pastoralische Dienst ein bisschen von allen Diensten hat. Pastoralischer Dienst hat ein bisschen von Apostel, ein bisschen von Propheten, ein bisschen von Lehrern, ein bisschen von Evangelisten. Die sind die sind Hirten, die bewegen sich in lokale Gemeinden, manchmal auch, die können ab und zu mal außerhalb. Ein Pastor kann manchmal in apostolisch sich bewegen, prophetisch sich bewegen, evangelistisch sich bewegen, im Lehrerbereich sich bewegen, aber er bleibt in seinem Dienst als Pastor. Und ein Ding, was ich auch die letzten Jahrzehnte gesehen habe, auch mit meinem eigenen Pastor, du siehst Leute, die fangen an, die nennen sich Pastor, die werden gesandt als Pastor. Nach ein paar Jahren sagen die, nee, ich bin Prophet. Und die schreiben ihre Homepage oder überall ihre Visitenkarte Prophet. Aber nach 6, 7 Jahren sind die jetzt Apostel. Und man sieht jetzt, wenn man sich im Bereich Afrika bewegt, Asien, man sieht mehr Oberbischof, Archibischof und so weiter. Der Mensch jagt nach Titel. Der Mensch ist nach der Suche nach dem Titel. Wenn Gott dich in einen Dienst beruft, du wirst eine Bestätigung von Gott haben und Gott wird Menschen schicken, die auch deine Dienste bestätigen werden. Bevor du in irgendwelche Dienst eintritt, solange du keine Bestätigung von Gott, solange du keine Bestätigung hast, bitte tritt nicht in solche Dienste. Es heißt Ungehorsam, es heißt Betrug. Tritt nicht in einen Dienst, wo Gott dich nicht berufen hat, wo du nicht explizit die Bestätigung Gottes hast. Und wenn du dir nicht sicher bist, mach wie in Apostelgeschichte 13, wo die zusammen beisammen waren, beim Fasten und Beten, bis der Heilige Geist kam und gab Bestätigung für den Dienst Paulus und für den Dienst Barnabas. Bestätigung ist sehr relevant für deinen eigenen Schutz und für den Schutz der Gemeinde. Können Frauen als Prophetin oder Apostel oder Pastoren oder Lehrer oder Evangelist unterwegs sein? Ja, die können unterwegs in den Diensten sein. Aber wie gesagt, wenn Frauen berufen sind, bevor man Frauen in Dienst einsetzt, ihre Ehemänner soll ihre Zusage geben. Zum Schutz der Familie, für die Ordnung in der Familie und in den Dienst. Weil man erlebt manchmal, die Frau hat eine Berufung, sobald die gesalbt ist, kann man nicht mehr zu Hause reden. Die ist die Chefin, die trägt den Hosen, die ist die Pastorin, die ist die Prophetin. Keiner kann mehr mit Löffel zu Hause essen. Ja. Und man erlebt auch in Gemeinden, viel Gemeinden, ob es hier in Deutschland, ich habe erlebt, in Frankreich, überall, wo ab dem Moment, wo ein Mensch einmal, zweimal, dreimal in der Gemeinde prophezeit, er fängt an, sich als Prophet zu nennen. Und wir werden sehen, die Aufgabe der Prophet ist nicht immer zu prophezeien. Die Aufgabe der Prophet ist anders. Aber Prophezeit gehört zu den Gaben, die den Dienst der Prophet folgt. Der Prophet hat prophetische Gabe. Gabe der Geistunterscheidung ist sehr wichtig bei dem Propheten. Gabe der Worte der Erkenntnis und der Wahrheit ist sehr wichtig im Dienst der Propheten. Halleluja. Es ist ein Dienst der Offenbarung, der durch Visionen, Träume, Worte der Erkenntnis oder Worte der Weisheit, durch eine Botschaft oder ein Befehl, die den Prophet von einem Engel manchmal, Paulus hat einen Engel gesehen, der ihm Befehl gegeben hat, oder sogar durch eine direkte Erscheinung des Herrn. Durch Visionen, Träume, Wort und so weiter können Propheten empfangen.
Wir haben hier gesagt, prophetische Gaben sind unterschiedlich, sind fast dieselbe wie Gabe der, wie sagt man das? Wort des Weisheit. Wer kennt das Unterschied zwischen beiden? Weisheit ist zum Beispiel, der Herr spricht, der Herr. Oder ein Bild, oder eine Vision, oder ich sehe gerade, der Herr tut gerade das. Ist Weisheit in die Zukunft und Erkenntnis in die Vergangenheit? Weisheit in der Zukunft, Erkenntnis in der Vergangenheit. Also man kann Erkenntnis in der Vergangenheit haben, man kann auch Erkenntnis für die Zukunft haben. Ah. Okay, Erkenntnis zum Beispiel, Wort der Erkenntnisse. Ich sehe zum Beispiel in deiner nahen Zukunft, dass das in deinem Leben geschehen. Okay, Wort des Weisheit ist anders. Wir haben hier die Lehre über die Gabe gehabt. Wort der Weisheit. Wenn man zum Beispiel ins Gebet ist, man kann ein Bild empfangen. Okay? Oder nicht das verwechseln. Wort des Weisheit. Wort der Erkenntnis zum Beispiel. Man kann ein Bild empfangen. Man kann etwas sehen. Man kann zum Beispiel, der Herr zeigt mir gerade, dass das gerade geschieht in deinem Leben. Du gehst durch diese Situation. Okay? Aber wenn man prophezeit, es ist, wie redet man, wenn man prophezeit? Ich. Und ich bis zum Schluss. Man kann nicht, wenn man prophezeit, mit ich anfangen und ich sehe, ich fühle, ich höre. Nein. Wenn du prophezeit, ich möchte, dass jeder hier in der Gemeinde prophezeit. Es ist mein Wunsch. Aber diese Prophezie, die du gibst, wird immer bestätigt werden. Wenn du anfängst zu prophezeien, der Geist der Prophezie wird sich jetzt bewegen und Menschen werden es fühlen, merken und bestätigen. Aber wenn du ein Prophezie gibst, was nicht mit dem Geist zu tun hat, wir werden es spüren, merken, mit dem Wort Gottes auch unterscheiden. Aber wir wissen ja, dass man schmeißt nicht die Prophezie weg, sondern man prüft erstmal die Prophezie. Nicht, weil jemand falsch prophezeit hat, bedeutet, er ist ein falscher Prophet. Es gibt schon Zeichen, die uns zeigen, dass jemand ein falscher Prophet ist. Wie erkennt man einen falschen Prophet? An der Frucht. Amen. Nicht, weil er eine Prophezie gegeben ist, ist nicht eingetreten. In dem Alten Testament, wenn ein Prophet falsche Prophezie gegeben und es ist nicht eingetreten, er wurde gesteinigt. Aber in der heutigen Tag, dort damals könnte es gab keinen, der prüfen könnte. Wer kann mir sagen, warum? Wie kann man eine Prophezie prüfen? Durch den Heiligen Geist. Und damals war der Heilige Geist ausgegossen. Nein. Durch eine bestimmte Person. Zum Beispiel, ein Prophet war erfüllt vom Heiligen Geist und könnte prophezeien. Aber wer könnte prüfen damals? Der König. Wer könnte prüfen? König, wenn er den Heiligen Geist hat. Nicht unbedingt. Die gesalbten Männer. Nicht unbedingt. Micha steht vor Achab. Ja, der hat er nicht. Micha sagt, der Herr sagt, geh in Krieg. Wer war da, um zu bestätigen? Keiner. Okay? Ja, man kann sagen, keine Wahl. Nur Micha hatte der Achab hatte diese Intuition, weil er schon viel mal mit Achab zu tun hatte. Wie lange habe ich dir gesagt, dass du mir die Wahrheit sagst, wenn ich dir sage, du sollst prophezeien? Und Achab wollte sogar nichts mit Micha zu tun haben. Warum? Weil Micha hat nur schlechte Prophezeien. Deswegen sieht man heutzutage auch Menschen, die prophetische Gabe haben, oder Dienst der Propheten haben, die sind nicht so oft willkommen. Wisst ihr, warum die nicht willkommen sind? Wo sind die nicht willkommen immer? Wo? Wo Lüge ist. Wo Finsternis ist. Wo Menschen nicht im Wort und in Wahrheit wandeln. Wenn du Gabe der Prophezie hast, oder die Gabe der Erkenntnis, Unterscheidung, du kommst irgendwo, wo Menschen
wie ich im Ewige, im Lüge, in Dunkelheit wandel. Ab diesem Moment, du siehst, du fühlst, du erkennst. Deswegen kommst du manchmal irgendwo, wo Menschen als Gemeinde sich nennen, du fühlst dich unwohl. Warum? Der Geist Gottes in dir fühlt sich in diesem Ort unwohl. Aber manchmal durch unsere Fleisch, Emotionen und Gefühle, ja, wir wollen dort bleiben, wir wollen Menschen gefallen, wir wollen Menschen nicht verletzen, wir wollen, wie sagt man das, diplomatisch sein. Aber manchmal will der Geist Gottes nicht diplomatisch sein. Er möchte nur abhauen von diesem Ort. Du kommst irgendwo, du sitzt da mit Geschwister, mit Schwester im Geist und plötzlich fühlst du dich, ich denke, ich muss nach Hause. Du weißt nicht warum. Der Geist Gottes in dir will nicht mehr in diesem Ort bleiben. Er möchte am liebsten sofort abhauen. Aber was machen wir? Ah ja, es sind Geschwister. Obwohl du weißt, die wandeln nicht in der Wege Gottes und du nimmst die Geschwister. Das ist nicht mehr normal heutzutage. Wenn Leute bewusst unterwegs sind im Sünde, die sind keine Geschwister. Wenn die bewusst unterwegs sind, sage ich. Das bedeutet, jemand lebt im Sünde, er weiß, es ist Sünde, er möchte nicht Buße tun, umkehren für mich. Er dient nicht dem Herrn, er dient der Böse. Er dient der Böse. Wisst ihr, die Frau, ein berühmter Mann des Gottes, schreibt mir heute. Die sagt, es geht ihr sehr schlecht. Ich sage, was ist los? Mein Ehemann betet nicht mehr mit mir. Seit Jahren. Mein Ehemann liest nicht mehr das Wort Gottes abends mit mir. Er betet nicht mal mit den Kindern. Mein Ehemann verbringt mehr Zeit vor dem Fernsehen. Mein Ehemann beschimpft mich tagtäglich. Er kümmert sich nicht um mich. Er schaut, wenn ich angegriffen bin in der Nacht. Der sagt, ja, es wird vorbei, kein Problem. Der Herr ist gut. Anstatt aufzustehen, zu beten. Mein Ehemann. Ich habe diese Frau 10 Fragen gestellt. 10 Fragen. Die hat sich Zeit genommen. Jede einzelne Frage beantwortet. Am Ende habe ich ihr gefragt, sag mir noch. Ich habe dir gefragt am Anfang, welche Same hat dein Ehemann? Same Gottes oder Same des Herrn? Fundament des Herrn oder Fundament der Teufel? Die hat gesagt, ich denke, mein Ehemann hat Fundamenten Gottes. Ich sage, okay, 10 Fragen. Ab den 10. Frage, die Frau sagt, ich kenne meinen Ehemann nicht. Ich sage, warum? Sein Fundament kommt nicht von Gott. Ich habe ihr noch gefragt, wie schlafen die Kinder in der Nacht? Unruhe in der Nacht. Albträume ohne Ende. Wie oft bist du in der Nacht angegriffen? Die sagt regelmäßig, manchmal kommt man mit Messer und ich stehe auf, ich sehe Zeichen in der Region, wo man mich mit dem Messer gestochen hat. In der Gemeinde, wo wir dienen, es herrscht Chaos und Hexerei. Es kommen Leute, die tun Hexerei in der Gemeinde und mein Ehemann bewegt sich nicht, als ob er gefesselt, er duldet alles. Und wenn ich über die Sünden der Gemeinde rede, der beschimpft mich, der kommt gegen mich. Und ich habe noch eine Frage gestellt. Welche Art von Diener Gottes sind Freunde deiner Ehemann? Die sagen, alle sind nur in dieser Ablenkung, in böse Wege, Betrug und so weiter. Ich sage zu der Frau, 2 können nicht gemeinsam wandern, wenn die nicht einig sind. Liebst du deinen Ehemann? Sagt sie, ja. Willst du weiter mit deinem Ehemann leben? Ja, geh auf deine Knie. Geh auf deine Knie. Wann war das letzte Mal, dass ihr zusammengefastet habt? Die sagte, wir haben vor unserer Ehe gefastet. Nachdem ich Ring bekommen, haben wir nie wieder gefastet, seit über 15 Jahren im Dienst. Nie zusammen. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Mann fasten möchte, er flieht weg. Jedes Mal, wenn ich mit ihm, ich sage, wer hat deinen Ehemann in Dienst gezahlt? 15 Jahre
Die Frau kam zum Schluss. Mein Ehemann hat böse Samen. Und ich stelle die Frage, wie kann ich meinem Ehemann helfen? Stolz ist er, hochmütig ist er. Alle Zeichen deuten, dass der Pastor in Okkultismus sich bewegt. Warum erzähle ich euch das? Ich will nicht mehr blind unterwegs sein. Ich möchte mit keiner Blinde wandern. Wenn du blind bist und du wandert mit Blinden, ihr werdet alle in Grube fallen. Ich brauche Menschen, die kommen und sagen, hier hat mir der Herr in mein Leben oder in der Gemeinde offenbart. Wir gehen ins Gebet, wir prüfen, wenn es von Herr ist, fasten, beten und so weiter. Amen. Die heutige Gemeinde braucht Menschen mit Unterscheidung. Die heutige Gemeinde, um zu überleben, brauchen Menschen mit prophetischer Gabe. Ob man wolle oder nicht, Propheten heutzutage in dieses Land sind sehr, sehr relevant, um die Erweckung der Gemeinde zurückzubringen. Deswegen, wie Mose gesagt hat, möge Gott aus aller Gemeinde Propheten machen. Ich wäre sehr froh, wenn Tausende von Propheten in dieses Land im Dienst kommen. Warum? Weil die Propheten haben diese Eigenschaft, die erkennen die Werke der Finsternis sehr schlecht, sehr schnell. Die Pastoren sind sehr väterlich unterwegs. Die Pastoren dulden, sie schlafen sehr schnell ein und die bringen die Gemeinde sehr schnell ein. Es gibt wirklich starke Pastoren, die Gemeinde immer bewegen im Fasten, im Gebet und so weiter. Aber deswegen, die Pastoren brauchen Evangelisten, um Menschen in der Gemeinde zu bringen. Die Pastoren brauchen Lehre, um wirklich die Lehre in der Gemeinde zu bringen. Die Pastoren brauchen Apostel, um Visionen Gottes in der Gemeinde zu etablieren. Die Pastoren brauchen Propheten, die ab und zu in der Gemeinde kommen, um wirklich Erkenntnis zu holen und wirklich Offenbarung zu bringen und wirklich die Gemeinde dazu zu bewegen, auch prophetisch zu wandeln. Die Propheten kommen, öffnen die Augen, öffnen die Ohren, bringen die Gabe in Bewegung und gehen weiter. Sehr, sehr relevant am Ende dieser Zeit. Sehr, sehr wichtig. Wenn man das Alte Testament studiert, wenn wir beobachten, jedes Mal, wo Gott einen Prophet in Israel brachte, er brachte den Prophet, wir lesen das Buch von Esther König, wir studieren über Elia und dann kam Elisa und so weiter. Die Propheten wie Habakkuk, wenn wir sehen, Habakkuk Kapitel 1, der fängt es an, sich zu beschweren, wie die Sünde überall im Land ist. Und dann sagt er, ich werde auf meine Wachtung, auf meine Poste gehen, um zu sehen, was der Herr mir sagen will. Um zu sehen, genauso, wir sehen das bei der Jeremia, als Gott zu Jeremia redete. Gott sagte, sprach zu Jeremia, was siehst du? Er sah zwei sehr wichtige Dinge. Halleluja. Und genauso, Jesaja begegnet Gott in Jesaja 6. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und Gott befreit ihn. Und Gott sendet ihn, um Israel seine Sünde zu zeigen, um wirklich die Wiederherstellung Israel zu zeigen. In das Buch von Joel. Joel sah schon in der Zukunft. Joel sah schon in Pfingstzeit. Halleluja. Es war sehr wichtig, dass Gott in der Mitte Israel prophetische Menschen bewegt. Warum? Weil Israel war umringt mit Bösen. Israel war umringt mit falschen Sachen. Israel war umringt mit Völkern, die Götzendienste getrieben hatten. Halleluja. Halleluja. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Amen. Halleluja. In der Tat erkennt man den Prophetendienst nicht durch die Ausübung der Prophezeiung, haben wir gesehen, sondern von allem an der Art seines Lebens.
fast die meisten seiner Bewegungen sind prophetisch. Fast, man erkennt einen Prophet nicht an vielen Prophezeiungen. Man erkennt einen Prophet an der Art seines Lebens. Amen. Was er in sich überall trägt, überall wo er sich bewegt, in Häusern, in Familien, in Gemeinden, er trägt immer etwas Besonderes. Er trägt immer ein Feuer. Das bedeutet, überall wo das Feuer ausgelöscht ist, der Prophet kommt und wird immer versuchen, das Feuer wieder einzuzünden. Überall wo Menschen, wo gestorben sind, er wird versuchen, das Leben zurückzubringen. Aber das Erste, was er macht, genauso wie Gideon, bevor Gott Gideon sandte, um Israel wieder zu errichten, er machte einen Bund mit Gideon. Nach diesem Bund, der das Zeichen der Wiedergeburt ist, was machte er? Er befahl Gideon, den Altar seines Vaters zu zerstören, um ein neues Altar Gottes einzurichten. Und genauso hat Elisa getan. Elia kam nach Israel. Die Propheten waren da. Die Propheten waren, man sieht die überall heutzutage. In der Welt sind die sowieso da. Aber in der Gemeinde, das Ziel der Propheten von Baal ist, dass Menschen in ihrer Wahrnehmung, Menschen einfach lässig werden, Menschen einfach ermüdet werden, Menschen einfach faul werden, Menschen einfach anders als den Wille Gottes suchen. Und als Elia kam, es stellte die Frage, wie lange will ihr noch hinken? Wenn Gott ist, wenn Elohim Gott ist, folgt ihm. Aber wenn Baal Gott ist, folgt ihm. Und ein Prophet ist ein Mensch der Herausforderung. Er fordert immer die Welt, die Werke des Teufels, die Welt der Finsternis heraus. Ein Prophet wird nicht in deine Familie reinkommen und rausgehen, ohne die Geister, die da wiegen, herauszufordern. Er wird sehen und versuchen, auch mit Weisheit manchmal auch direkt herauszufordern. Sehr wichtig, weil wo die Werke der Teufel sind, da ist Tod, Dunkelheit. Als ich anfing mit Befreiung, ich habe nie gewusst, dass Befreiung war. Ich erinnere mich, ich war nur wie Sache in Bewegung. Ich verteilte Flyer. Ich komme irgendwo in Klingen und der Mann öffnet mir seine Tür. Ich ging nicht bei ihm, ich gehe bei jemand alles. Er legt mich ein, ich komme rein. Er sagt, ich bin Christ, neugeboren mit meiner ganzen Familie. Ungefähr 56. Ich sage, Halleluja, danke Herr. Ich war noch jung, ich war noch nicht in Dienst wie heute. Und wir sitzen, wir reden über Gott und sagen, ich könnte mal zusammen beten, bevor ich nach Hause gehe. Ja, es war 18 Uhr, ich erinnere mich noch an diesen Tag. Wir fangen an zu beten, plötzlich, seine Tochter fängt an. Die fing erst mal in Zunge zu beten. Ich höre, etwas stimmt nicht. Ich komme nah, ich sage, hey, im Namen Jesus, hey, wenn das von dir ist, plötzlich dreht sich und fällt am Boden. Ihre Eltern, weil die wie ein Löwe, die verfolgen das ganze Haus. Ihre Eltern sind raus aus der Wohnung geflogen. Ich bin allein mit der Tochter geblieben. Die Polizei kam sogar an diesem Tag. Ich war nass. Ich habe geschwitzt, aber das Mädchen, Gott hat sie befreit von diesen bösen Mächten. Und so ging es an. Ich komme jemanden besuchen, plötzlich alle krank im Haus. Ich komme jemanden besuchen, Schwester krank, Tante krank, Onkel krank, plötzlich. Ich stelle die Frage, war die krank, bevor ich kam? Nein, für mich ist es ein Zeichen. Weil wo die Salbung ankommt, wo ein Gesalbter, du bist ein Gesalbter, wo du ankommst und die Welt der Finsternis dort herrschen, die sollen sich in Bewegung machen. Warum? Du kommst mit Gott, du kommst mit Jesus. Halleluja! Die Welt der Finsternis soll Angst vor dir haben, nicht das Gegenteil. Ein Kind Gottes hat keine Angst, denn der Geist, den wir empfangen haben, ist kein Geist der Angst. Amen! Halleluja! Du bist der den Teufel sagen soll, wo es lang geht. Nicht der Teufel soll dir sagen, wo es lang geht. Nein! Die Bibel sagt, im Namen Jesu sollen alle Knie sich beugen und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wer ist der Böse, der steht?
Träume. Du kommst der Liga der Träume, meine Familie. Ab heute, ich werde dir zeigen, wer der Meister, wer der Boss hier ist. Nicht ich lebe, sondern Jesus Christus lebt mit mir. Und die Bibel sagt, im Namen Jesus sollen alle Knie sich beugen. Im Himmel, in, auf der Erde und unter der Erde. Ich befehle euch, die Knie zu beugen. Komm vor mir, beugt euer Knie. Alle Böse hier in diesem Haus, beugt euer Knie. Du sollst die befehlen. Und wenn die dir ihr Knie beugen, öffne die Tür und gib Eintritt. Eine raus, Menschengeist raus, Geisterehemänner raus, ein nach dem anderen. Du sollst prophetisch handeln und die Tür schließen und sag, ab heute, dieses Haus ist heilig. Keiner hat Zugang mehr zu diesem Haus. Wenn du so prophetisch handelst, die Bibel sagt, was ist denn Glauben? Was ist denn Glauben? Glaube ist ein fester Zuversicht, auf was man hofft, eine Überzeugung, aus was man nicht sieht. Ich sehe nicht, aber ich bin fest überzeugt, dass sie jetzt abhauen, einen nach dem anderen. Finanzen klauen, Verbrecher, alle, die in mein Haus klauen, ihr habt nichts mehr zu tun. Alle, die die Miete nicht bezahlen, ich bin derjenige, der die Miete bezahlt, weg mit euch. Hey, liebe Gemeinde. Ihr werdet beweisen, dass der Gott, der in euch lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Fängt an so zu proklamieren, zu deklarieren, zu dekretieren. Fängt an, jeder Wort kannst du benutzen. Fängt an zu zeigen, wer du bist. Ich kenne, wer ich bin. Ich kenne, woher ich komme und wohin ich gehe. Aber den Feind kennt das nicht, denn ich bin wie der Wind. Der Wind bläht, wo er will. Und du weißt, woher er kommt und wohin er geht. Halleluja. Du bist ein Wind in der Gegenwart der Teufel. Der kann dich nicht mehr begreifen. Der kann dich nicht mehr. Der kann dich nicht mehr. Denn du bist unbegreiflich. Du bist unbegreiflich in der Gegenwart der Teufel. Halleluja. Du wandelst mit Gott. Gott ist mit dir. Oh, Halleluja. Gott ist überall, wo du hingehst. Denn Gott liebt dich so sehr. Er lässt dich nicht allein. Gott macht gerne deine Gegenwart. Gott macht gerne mit dir zu sein. Diese Gemeinschaft mit dir gefällt Gott. Das sollst du begreifen. Und du sollst damit wandeln. Halleluja. Und so wie die Welt hier, durch die Strahlung, durch die Herrlichkeit Gottes in dir, durch die Wohngemeinschaft Gottes in dir, die Welt will sehen und erkennen, dass du der Gemeinde Gottes bist. Und die Gemeinde Gottes ist dabei zu erwecken. Die Gemeinde Gottes hat seine Fähigkeit erkannt. Die Gemeinde Gottes hat seine Kraft erkannt. Die Gemeinde Gottes hat seine Salbung erkannt. Die Gemeinde Gottes hat die Herrlichkeit Gottes in sich selbst erkannt. Und die Gemeinde wird nicht mehr müde. Die Gemeinde wird nicht mehr lästig. Die Gemeinde wird nicht mehr betrogen werden. Nein, die Gemeinde entsteht. Die Gemeinde wächst. Die Gemeinde, Halleluja, Halleluja. Denn der Geist Gottes ist in Bewegung in den Gemeinden. Und der Geist Gottes kann man nicht halten. Der Geist Gottes kann man nicht bremsen. Der Geist Gottes ist wie Rauch. Wenn Rauch hier entsteht, kannst du überall sperren. Denn Rauch wird rausgehen. Der Geist Gottes ist wie Rauch. Man kann ihn nicht begreifen. Man kann ihn nicht sperren. Man kann ihn nicht blockieren. Man kann ihn nicht bremsen. Denn jemand nicht bremst, sein Fuß wird gebrochen werden. Wenn jemand versucht, dich zu halten, er wird fallen. Wenn jemand versucht, in deine Zukunft, deine Bestimmung zu bremsen, der Geist Gottes wird sich weiter bewegen. Wer bremst deine Zukunft hier? Wer bremst deine Bestimmung? Sag ihm, er ist zu klein dafür. Sag ihm, du bist zu klein dafür. Oh, liebe Geschwister, derjenige oder der Geist oder ich weiß nicht wer, der deine Bestimmung versucht zu blockieren, der dich verflucht, sag ihm, er ist zu klein dafür. Er ist noch nicht mal geboren. Halleluja. Denn du trägst einen wunderbaren, einen mächtigen, einen großen Gott, einen allgegenwärtigen Gott. Der ist überall und nirgendwo. Man kann Gott nicht bremsen. Man kann Gott nicht in eine Schublade nehmen. Gott ist so mächtig. Gott ist so elegant. Gott ist so wunderbar. Gott ist ein Gentleman. Der Heilige Geist, sprach nicht dir über den Heiligen Geist. Ha, oh, liebe Geschwister, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist bedrängt keiner. Der Heilige Geist bedrängt seine Diener. Nicht nur seine Diener. Warum? Weil die Zeit rennt. Deswegen bedrängt er seine Diener. Er sagt, geh da raus, verkündig das Wort. Hol alle zurück in mein Haus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der offenbart dir Jesus Christus in deiner Schönheit.
Der offenbart dir Jesus in der Pracht seiner Majestät. Der offenbart dir Jesus. Johannes sagte, ich sah ein Mensch, sah auf dem Thron Gottes, wie ein Lamm, der geschlachtet war, voller Herrlichkeit. Halleluja. Er beschreibt den Boden. Es war wie Kristall. Halleluja. Der Himmel war voller Regenbogen. Sein Thron war voller Gold. Halleluja. Das ist der Heilige Geist, der kommt. Er zeigt dir Jesus Christus in seiner Schönheit. Er zeigt dir Jesus Christus in seiner Liebe. Er zeigt dir Jesus Christus in sein Kraft, in sein Vollmacht. Halleluja. Hey, Jesus Christus. Halleluja. Das ist der Heilige Geist. Er soll dein Freund sein. Er soll dich überall begleiten. Du sollst mit ihm reden. Heiliger Geist, was haben wir vor heute? Wo gehen wir hin heute? Heiliger Geist, ich muss zur Arbeit. Was denkst du, wollen wir heute bei der Arbeit machen? Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung. Mein Chef hat mir gerade was gefragt. Ich weiß nicht. Lass, wir werden das dort machen. Halleluja. Das ist der Heilige Geist. Er ist dein Beistand. Er ist dir nah, überall. Er kennt die Wege dieser Welt. Er weiß, welche Fehler vor dir stehen. Er weiß, was der Feind schon vor dir gestellt hat, um dir zum Stolpern zu bringen. Er kennt alles und er trägt dich sofort. Er bringt dich auf den sicheren Weg. Halleluja! Das ist der Heilige Geist. Er kommt und zeigt dir die Pläne der Bösen, bevor er denkt, etwas zu tun. Der Heilige Geist weiß schon. Er weiß alles. Er kennt alles. Halleluja! Er weiß, wo er sicher für dich ist. Manchmal möchtest du irgendwo wandern. Der Geist Gottes sagt, die Zeit ist noch nicht reif. Manchmal möchtest du etwas planen, etwas machen. Der Geist Gottes sagt, warte noch ab. Aber du musst diese gehört haben. Du musst diese Empfindlichkeit, diese Sensibilität zu dem Heiligen Geist haben. Dafür musst du ein Anbeter sein. Du musst jemand, der sich ständig in Lobpreis bewegt. Der Heilige Geist ist nicht mit Leuten, die ständig motzen, die ständig sich beschweren, die ständig unzufrieden sind, die ständig die keine Danksagung haben, die ständig fluchen. Nein, der Heilige Geist macht sowas nicht. Er ist sehr zärtlich, er ist sehr empfindlich, er möchte sich bewegen in aller Freiheit. Deswegen, Gesetzlichkeit bremst ihn. Deswegen, Mangel an Liebe bremst ihn. Deswegen, Hass bremst ihn. Deswegen, Unvergebenheit bremst der Heilige Geist. Halleluja! Er möchte sich bewegen. Er möchte sich bewegen. Er braucht Freiheit. Halleluja! Er braucht Freiheit. Deswegen, lass alles ab. Lass Hass, lass Unvergebenheit, lass Mangel an Liebe, alle Verletzungen. Sag ihm, heil mein Herz. Er nimmt alles weg, was mich bremst. Halleluja. Das ist der Heilige Geist. Der Geist der Prophezie. Der Geist der Liebe. Oh, liebe Geschwister, ich möchte, dass wir in dieser Gemeinde und dass wir andere Gemeinden einstecken, dass wir diese Feuer, die wir haben, weitergeben, dass Menschen sehen und erkennen, wie süß, wie wunderbar, wie schön, wie angenehm, wie kostbar es ist, mit dem Heiligen Geist sich zu bewegen, nach links, nach rechts, mit ihm zu tanzen, mit ihm zu lachen, mit ihm, Halleluja, der Heilige Geist ist dein Freund, dein bester Freund. Halleluja. Er ist dein bester Freund. Er ist dein bester Freund. Er weiß, wann du weinst. Er weiß, er kommt dir nah, umarmt dich. Er tröstet dich. Halleluja. Wenn dein Herz voller Verletzung, er nimmt Salböl und Öl, wohlriechende Öl, in dein. Und diese Frau, die Jesus Christus mit kostbarem Öl gesalbt hat, das ist genauso, wie Jesus Christus sagt, der Geist Gottes ist über mir, weil er mich gesalbt hat. Die hat den Haupt Jesus Christus gesalbt, genauso wie der Geist Gottes Jesus Christus für seinen Dienst gesalbt hat. Der salbt dich. Der schenkt dir mehr Kraft. Der schenkt dir mehr Erkenntnis. Halleluja. Deswegen, der Feind ist so neidig auf dein Leben. Er ist so neidig, weil du der beste Freund der Welt hast. Weil du Gott als Heiliger Geist und du bist mit ihm unterwegs. Er ist bei dir. Er ist mit dir. Er ist in dir. Er erfüllt dich jeden Tag. Halleluja. Danke, Jesus, für den Heiligen Geist. Der Prophet. Seine Persönlichkeit in seiner Familie, überall wo er unterwegs ist, er hat immer diese
Art, Menschen mit Gott zu verbinden. Amen. Amen. Wenn du in der Gegenwart der Propheten bist, es ist, als ob du in der Gegenwart Gottes, weil er trägt immer diese Lust, nach Gott zu sehnen. Es ist, als ob Gott in der Nähe greifbar ist. Halleluja. In der Gegenwart ist er, als würde man sehr empfindlich vom Geist. Wenn du unterwegs mit Propheten bist, du wirst immer und immer empfindlich vom Geist sein. In Sanftmut, mehr Demut, mehr Offenbarung im Geist. Halleluja. Und die Gabe fangen an, sich zu manifestieren und zu bewegen. Es ist der Adler in der Vision von Ezekiel. Die Farbe, wir haben gesagt, die Farbe der Prophet ist blau in der Stifthütte. Amen. Es ist die Augen in den Körper. Wir sehen, die Bibel sagt, unsere Augen ist die, das Licht der Seele. Amen. Der Prophet ist wie in der Körper. Der sieht, der erkennt und der ermahnt und der verkündigt. Amen. Halleluja. Die Gabe der Prophezie, haben wir gesagt, es ist unterschiedlich von dem Dienst der Propheten. Wir haben das in 1. Korinther 14 über die Gabe. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir sehen in dem Alten Testament, wie Gott erlaubt hat, dass sein Volk, ein prophetisches Volk, man kann das in 4. Mose 11 studieren, wo das Geist Gottes auf die 70 fiel und Eldad und Medad waren im Feld. Und der Geist fiel auch auf beide, obwohl die nicht zusammen waren. Und wir sehen, dass Joshua sich beschwert bei Mose und sagt, Eldad und Medad prophezeien auch. Und Mose antwortet zu Joshua, ja, mehr aus, wenn das ganze Gemeinde Israel von Propheten erfüllt ist. Das bedeutet, Gott möchte das, die Gemeinde. Und ich möchte das so ausdrücklich sagen. Die Gemeinde in der Welt ist ein Prophet. Die Gemeinde, der Leib Christi, ist prophetisch für die Welt. Warum? Die Gemeinde hat die Augen geöffnet. Die sieht, was die Welt nicht sieht. Die erkennt, was die Welt nicht erkennt. Deswegen, durch die Art der Gemeinde, soll die Welt sehen und erkennen, dass Jesus bald kommt. Soll die Welt sehen und erkennen, dass ein Mensch mit Gott unterwegs sein kann. Dass Gott noch spricht, dass Gott noch redet, dass Gott noch das Gebet spricht. Die Gemeinde Gottes als Mensch ist ein Zeichen für die Welt. Sollte ein Zeichen für die Welt, sollte ein Zeichen für diese Stadt, sollte ein Zeichen für dieses Land. Wenn die Gemeinde mächtig unterwegs ist, selbst die Kanzlerin wird zu der Gemeinde kommen, nach Ratschläge fragen. Wenn die Gemeinde wirklich in der Schönheit der Geist wandelt, wenn die Gemeinde prophetisch unterwegs ist, die Gemeinde wird Sache verkündigen und die Welt wird es sehen. Ihr kennt David Wilkerson, wenn ihr seine Bücher studiert. Ich habe mal den Pastor Matutis aus der Gemeinde in Berlin. Er hat dieses Buch in Deutschland, das erste Buch von David Wilkerson, er hat das übersetzt. Er sagt, das erste Mal, dass er das Buch las, er hat das im Keller weggeworfen. Er sagte, sowas wird nie geschehen, ist nicht möglich. Ungefähr 10, 15 Jahre danach, Gott schickte ihn das Buch noch zu lesen. Er sah einen nach dem anderen. Alle Zeichen, was David Wilkerson prophezeit hat, ist echt, ist geschehen. Alles, was der Mann prophezeit, ist echt, ist geschehen. Und für ihn, er war, wie sagt man das, betrübt, traurig, dass er damals das nicht erkannt hat. Aber wir wissen ja, dass manchmal Gott bringt etwas vor dir. Du liest, du verstehst nicht, weil es noch für dich verschlossen ist. Es gibt Sachen, die du lesen kannst. Bücher, christliche Bücher oder bestimmte Sachen im Wort. Und du verstehst das jetzt nicht.
weil es für dich noch nicht die Zeit ist, das zu verstehen. Deswegen die ganzen Prophezeien, die Daniel bekam, die wurde versiegelt. Auch was Johannes, der Jünger Jesus bekam, viele Sachen waren für unsere Zeit. Er sah das, aber das war versiegelt. Und heute sehen wir viel, die geschehen. Amen. Viel passiert in unserer heutigen Tag. Was kann ich noch über den Prophet sagen? Wir haben gesagt, der Prophet ist unterwegs für das Volk, für die Gemeinde. Und wir haben gesagt, die Gemeinde ist ein Prophet für die Länder, für die Welt. Aber damit die Gemeinde als Prophet für die Länder und die Welt ist, soll die Gemeinde wieder in den Willen Gottes kommen. Soll die Gemeinde wieder in den Wege Gottes kommen. Ich nehme ein Beispiel, eine Gemeinde wie CZM, wie Fortmission. Solche Gemeinden in dieser Stadt sollen das Sagen haben. Sollen zeigen, wo es lang geht. Man sieht das in dem Alten Testament. Wo ein Prophet unterwegs war, haben Könige sich gebeugt. Die sind sogar zum Prophet gegangen und nach Ratschlägen, nach der Weisheit Gottes. Weil die Gemeinde hat die Weisheit Gottes. Oder sollte die Weisheit Gottes haben. Du als Kind Gottes, du solltest die Weisheit Gottes haben. Die Familienmitglieder sollen nach dir, nach den Ratschlägen bei dir fragen. Die Gemeinschaft in deiner Stadt soll bei dir anklopfen. Wie sieht Gott, was gerade geschieht? Und durch die Weisheit Gottes solltest du in der Lage sein, weiterzugehen. Aber meistens sind wir die, die zu Leuten gehen und nach Ratschläge fragen, bei den Nachbarn, bei Menschen der Welt. Ich sage nicht, wenn es um Technik geht oder sowas. Aber wenn es um allgemein, was gerade sich in der Welt geschieht, die Gemeinde soll in der Lage sein, Erklärungen zu geben. Was im Nahen Osten zum Beispiel gerade passiert. Du als Gemeinde, du solltest in der Lage sein, das zu erklären. Was gerade zwischen Iran, Israel und USA passiert, musst du in der Lage sein, weil für uns es ist ein Zeichen. Wir wissen das in der Bibel. Iran ist der persische Reich. Wir sehen, dass Iran, genauso wie Amman Israel vernichten wollte, er hat beschwört, weil Israel, weil Mardukai sich nicht vor ihm beugen wollte. Dadurch hat er entschieden, Israel zu vernichten. Und wir sehen, Adassah, die Esther, ist das auch das Bild der Gemeinde. Und Israel war dabei. Und wir sehen, dass dasselbe, was gerade damals passiert, passiert noch wieder heute. Iran möchte Israel bezwingen. Aber was sagt die Gemeinde? Es betrifft uns nicht. Nein, es betrifft uns genau. Genauso wie Mardukai zu Esther gesagt hat, wenn wir runtergehen, gehst du auch runter. Genauso sagt Israel zu der Gemeinde, wenn wir runtergehen, geht ihr. Derselbe, der uns bekämpft, wird euch auch bekämpfen. Ihr behauptet doch, ihr dient derselbe Gott. Denkt ihr, die Araber werden Israel zerstören und die Gemeinde lassen? Nein, die werden zerstören und dann sich zu der Gemeinde drehen und zerstören. Deswegen die Gemeinde. Ich sage nicht, dass wir den Frieden für Israel beten. Es wird keinen Frieden, bis der Messias kommt. Aber Israel soll erkennen, dass die Gemeinde ihr nahesteht. Israel soll erkennen, dass die Gemeinde als Bruder daneben ist. Dass die Gemeinde für sich auch sorgt. Dass die Gemeinde auch für sie betet. Dass die Gemeinde auch denselben Messias, die erwarten, dass die Gemeinde diesen Messias schon empfangen hat. So soll die Gemeinde prophetisch unterwegs sein. Anhand deiner Bewegung soll die Welt erkennen, dass du die wahrhaftige Diener Gottes bist. Deswegen sagt die Bibel, es wird einen Unterschied bestehen zwischen der Gerechte und der Gesetzlose. Zwischen die den Herrn dienen und die ihn nicht dienen. Amen. Deine Familie, die nicht in Glauben, deine Familie soll an deinem Handeln, an deiner Bewegung erkennen, dass du Prophet unterwegs bist. Du bist ein Prophet für deine Familie. Amen. Du bist ein Prophet für deine Nachbarschaft. Du bist ein Prophet für deine Gemeinschaft.
Du bist ein Prophet für deinen Freundekreis. Du bist ein Prophet an der Arbeitsplatz, an der Uni. Obwohl du dich bewegst, du bist ein Prophet unterwegs, weil der prophetische Geist in dir sich bewegt. Wenn ich Prophet sage, ich sage nicht, dass du Prophet als Dienst. Nein, du bist dadurch, dass der Geist der Prophezie, der Geist der Prophet in dir ist, überall wo du bist prophetisch unterwegs. Du bist ein Prophet unterwegs. Versteht ihr? Du bist ein Prophet unterwegs. Genauso wie du auch pastoralisch unterwegs bist, dadurch, dass du Menschen seelsorgst. Gerade wie du evangelistisch unterwegs bist. Amen. Halleluja. Die Welt soll durch dich erkennen, dass Jesus Christus der Messias ist. Amen. Halleluja. 1. Korinther 14, wir reden von der Gabe und so weiter. Wir wissen ja heutzutage Menschen, wenn der Prophet redet oder Leute, die prophetisch unterwegs sind, nur die, die wirklich geistig unterwegs werden, es wirklich schnell annehmen. Oder, aber heutzutage wollen Menschen mehr Propheten, die ihnen sagen, was die Ohren gut tun. Aber Propheten sagen nicht immer, was die Ohren gut tun. Die Propheten sehen nicht immer, was gut ist. Ja? Aber ein Prophet ist nicht der, der nur schlechter sieht. Nein, er ist da auch zu ermahnen, zu erbauen, zu ermutigen. Amen. Weil ein Prophetie kommt auch zu ermutigen. Wenn jemand hier kommt, er hat gerade, sein Sohn ist gestorben. Er kommt hier zum ersten Mal. Und einer steht auf uns und fängt an zu prophezeien. Ich habe es erlaubt, weil ich bessere für dich hast. Wein nicht mehr. Ich bin dein Gott. Ich bin mit dir. Du wirst sehen, in ein paar Jahren, diese Zeit wird in Vergessenheit sein. Du wirst Früchte in mir ernten und dich freuen. Und ich werde deine Familie oder deine Arbeit wiederherstellen. Die Person steht auch so. Was ist los? Wer kennt mich hier? Fällt auf den Knie, fängt an zu weinen, zu heulen und geht nach Hause voller Freude. Das ist die Prophezie. Zu ermutigen. Aber wenn einer hier ist, betrügt seine Frau oder sein Ehemann, betrügt, denkt, keiner sieht ihn. Irgendwann steht jemand hier auf. Ich sah einen Mann, seine Frau war auf den Knie, weinend, schrien, und der Mann war voller Stolz, lachen, unterstützte seine Frau nicht. Und der Herr sagt, genauso wie du Schmerzen in das Leben deiner Frau bringst, genauso werde ich Schmerzen in dein Leben bringen. Ohne die Namen zu nennen, ohne die Personen zu nennen. Wenn du hier bist, du willst sofort dich erkennen, weil der Geist Gottes wird sich in dein Herzen bewegen. Entweder gehst du auf den Knie, schrei, bete um Vergebung oder voller Stolz wanderst du weit in deinen Weg. Und wenn du der Prophezei nicht zuhörst, in der Gemeinde Gottes, man sagt ihm auf Französisch, le linge sale se lave en famille. Das bedeutet, schmutzige Wäsche wäscht sich in der Familie. Ja? An welche schmutzige Wäsche in der Familie? Der Geist Gottes möchte immer, erstmal er redet zu dir. Du hörst mich. Aber weh, wenn du in einer Gemeinde bist, wo Menschen prophetisch unterwegs sind. Weh, wenn du in einer Gemeinde bist, wo Menschen prophetisch unterwegs sind. Nichts ist verborgen. Nichts ist verborgen. Ich sag euch, ab dem Moment, wo jemand hier eintritt, er ist schon sofort erkannt. Er ist sofort, ich sag euch, wirklich, ab dem Moment, wo jemand hier eintritt, er ist sofort erkannt. Mindestens 3-4 Menschen sehen ihn. Ihr seht manchmal, ihr erkennt nicht. Okay, aber unsere Aufgabe ist, diese Menschen zu holen. Okay? Zu ermutigen. Die Liebe zu zeigen. Bei Menschen, die okkult unterwegs sind, die kennen die Liebe nicht in ihrer Welt. Die brauchen sehr viel Liebe. Annahme, Liebe, Einnahme, Liebe. Ab dem Moment, wo die Liebe da ist, die Einnahme da ist, die öffnet sich. Wenn die kommen, du fängst an zu richten. Oder ihre Schuhe zu schauen, ihre Kleidung zu schauen, die Person wird sie nie öffnen.
Jemand sagte zu mir, in unserer Welt, wir kennen keine Liebe. Wir kennen keine Liebe. Und die Person gab Zeugnis, bevor die nach USA geht, die sagt, was mich dazu brachte, Buße zu tun, um den Welt der Finsternis abzulehnen, ist, weil ihr mir die Liebe gegeben habt. Ich habe alles getan, damit ihr mich hasst. Ihr habt mich nicht gehasst. Ich habe manchmal böse getan, euch beschimpft, das getan, damit ihr mich hasst. Weil durch diesen Hass kann ich euch angreifen. Aber ihr habt mir so viel Liebe gegeben, so viel Liebe gezeigt, so viel Liebe gezeigt. Und die Liebe haben meine Waffen zerstört. Die Liebe haben meine Ketten zerbrochen. Die Liebe haben mich einfach, ich war bloß da vor euch, weil durch die Liebe ist wie Licht. Die Liebe Gottes ist wie Licht. Und wenn du in der Gegenwart des Lichts kommst, du bist entblößt, du bist offenbart. Halleluja. Deswegen, ich wünsche mir, dass wir alle prophetisch unterwegs sind. Weil wenn wir blind sind, wenn der Feind hier kommt, der Feind wird nicht kommen mit Hornen und sagen, ich bin der Feind. Nein. Der Feind kommt immer durch Menschen. Menschen, die neu in der Gemeinde kommen. Wenn die Menschen kommen, die sehen, es ist, die können sofort erkennen, dass es keine Liebe hier gibt, dass es keine Einheit gibt. Ich sag euch, wenn du immer gegen deine Schwester schlecht redest, schlecht redest, schlecht redest, wenn du immer dich mit einer anderen Schwester triffst, über den Bruder schlecht redest, schlecht redest, es gibt keine Einheit. Besonders wenn wir ein Team sind, es gibt, wenn es ein bisschen Risse gibt, der Feind sieht und erkennt. Deswegen ist es sehr wichtig, wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, dass wir eins vor Gott eintreten. Dass die Liebe bedingungslos hier. Deswegen, wenn du mich anrufst, an zu erzählen, der ist so, der ist so, der ist so, ich werde sofort auflegen. Meine Ohren sind nicht dafür geschaffen, Gossip zu hören. Wenn du mich anrufst und beschwer, der singt nicht gut, der spielt nicht gut, der predigt nicht gut, ich lege sofort auf. Oder ich werde dich in der Art ermahnen, dass du nicht mehr wagen willst, mich anzurufen, sowas zu erzählen. Einheit ist safe. Ich bin in Befreiung, im prophetischen Dienst einige Jahre. Aber ich sage euch, wenn es keine Einheit gibt, ihr habt verloren. Wenn du nicht in Einheit mit deinen Geschwistern bist, wag nicht mal Dämonen auszutreiben. Irgendwann, die werden dich schlagen. Ich sag euch, wirklich schlagen. Wenn ihr nicht, wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht leiden kann, ach, ich kann die leiden, aber der da, mein, ach, ich kann nicht mit ihnen anfangen. Sowas soll nicht in Gemeinde Gottes geben. Wenn du nicht in der Lage bist, deine Brüder und deine Schwester hier zu lieben, verschwinde. Du hast nichts zu suchen. Liebe ist die Bestandteil der Gemeinde. Liebe ist die Bestandteil der Dienste. Liebe ist die Bestandteil der Gabe. Ohne Liebe, du kannst der Beste im Prophetisch sein. Du kannst der Beste im Gabe der Glauben oder Gabe der Wunder tun. Wenn du keine Liebe hast, wir wollen solche Gaben nicht hier haben. Wenn du der beste, größte Prophet in der Berufung bist, du hast keine Liebe, bitte. Wir brauchen sowas nicht. Wir brauchen als allererste Liebe einander. Liebe ohne Risse. Liebe ohne Bedingung. Genauso wie ich Liebe zu meiner Schwester habe, ich soll dieselbe Liebe zu den anderen. Selbe Liebe. Nicht auswählen, ich liebe sie mehr wie die anderen. Nein. Nein. Es soll eine Einheit hier sein. Wir wollen doch Erweckung bewegen in dieser Stadt, dieses Land. Aber ich sag euch, der Kampf ist groß und sehr riesig. Bevor du sagst, hey, wir wollen Bewegung, Bewegung, Erweckung, sind gemeinsam, macht ab, Berechnung. Reicht genug Benzin für den Weg? Oder gibt es nicht genug Benzin? Benzin ist Liebe, Bedienung, los. Benzin ist Glaube, dass wir das schaffen werden. Warum? Wenn du anfängst für Erweckung in einer Stadt zu beten, du deklarierst einen Krieg gegen die Herrschaften dieser Stadt.
Ich gebe keinen Namen. Eine Schwester hat mich vor kurzem gerufen und sie hat eine Vision gesehen. Für mich, es war eine Bestätigung. Eine Schwester dieser Gemeinde, ich gebe keinen Namen. Diese Vision war eine Bestätigung. Diese Schwester sah ein Bild, wie jemand in der Gemeinde kommt, um die Gemeinde anzugreifen. Das war ein Traum, ein Bild. Und ein paar Tage vorher, der Herr gab mir etwas Ähnliches im Herz. Ich war so dankbar, dass ich das empfangen habe, dass jemand in der Gemeinde empfangen und weitergegeben hat. Es war ein klar deutliches Bild. Ich sage das nicht, um uns zu erschrecken. Ich sage euch das, damit ihr wirklich froh seid, dass der Herr uns Sachen offenbart, bevor es geschieht. Warum? Wir bewegen uns in einen Schritt. Wir warten im Geist. Wir beten, dass Gott Erweckung in Gemeinde, in Familie, in diese Stadt, in dieses Land bringt. Glaubt ihr, der Feind wird einfach uns applaudieren? Nein. Nein. Der Feind wird alles versuchen, dass keine Dienste hier entstehen, dass keine Gabe sich bewegt. Er wird versuchen, Unruhe. Er wird versuchen, keine Liebe in der Gemeinde sich bewegt. Genauso wie du den Bruder ständig anrufst, mit ihm dich freust, ruf auch die andere Schwester, freust dich mit ihm. Wähl nicht nur, nee, ich kann den nicht mit dem Schritt bringen. Nee, ich kann nicht. Nein, wir sind ein Einheit. Wir müssen ein Einheit bleiben. Amen. 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 Manchmal besucht einander. Verbringt Zeit miteinander. Je mehr wir gemeinsam Zeit verbringen, desto mehr kennen wir uns. Ich kenne deine Schwäche, du kennst meine Schwäche. Warum? Durch meine Schwäche, du weißt, wie du mir helfen kannst. Du siehst meine Schwäche nicht, damit du draußen gehst. Ja, ich war bei ihm. Er betet nicht mal, bevor er isst. Ich war bei ihm. Der betet nicht mal, bevor er schläft. Ich war bei ihm. Der betet nicht mal, bevor er rausgeht. Wenn du das siehst, Gott erlaubt, dass du das siehst. Das Ziel ist, dass du auf dein Knie für mich gehst. Manchmal kannst du bei mir vorbeikommen. Absichtlich kommst du bei mir zu Hause. Das Haus ist voll schmutzig. Alle schmutzig. Die Teller legen das, alle legen das, da und da. Und der Herr erwartet, wie reagierst du? Gehst du, ach, ich war bei ihm, es war so schmutzig. Wie kann ein Prophet so ein schmutziges Haus haben? Ich war bei ihm, die Kinder waren nicht mal gewaschen. Wie kann es so was sein? Und er nennt sich Prophet. Der Herr sagt, okay. Ich war bei meiner Schwester, die hat nicht mal gekocht. Ich war hungrig. Papa, er isst die neue Pizza, was soll das? Und die nennt sich Schwester. Eine Schwester, die nicht mal kochen und die möchte heiraten. Was soll das? Der Herr wird ihr keinen Mann geben, bis sie kochen will. Ich war bei der Bruder. Nur Fußball, 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 Fußball. Er ist besessen von Fußball. Das gibt doch gar nicht. Was für ein Bruder, wann betet er überhaupt? Er kommt vor der Schade, aber zu Hause. Immer Fernsehen, als ob man Fernsehen seinen Finger geklebt hat. Ist er mit Fernsehen, mit Fernbedienung geboren oder was? Es klebt in seinen Finger. Er läuft sogar unterwegs, als ob er Fernbedienung hat. Nee, geh auf dein Knie und bete für den Bruder. Denn gegen Hagar hat dir der Herr seine Schwachheit gezeigt. Und du nutzt nicht die Schwachheit deinem Bruder, um mit anderen zu reden. Nein, um auf dein Knie. Den Sieg ist auf dem Knie. Den Sieg ist auf dem Knie. Man betet für einen Bruder oder Schwester. Er geht durch Befreiung, 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 Befreiung. Wenn du das merkst, betet für ihn weiter, dass der Herr ihn befreit. Halleluja. Wenn du merkst, eine Schwester wird nicht im Wort, die ist immer schwach im Wort, die versteht das Wort nicht. Bete, dass der Herr, genauso wie er dir Offenbarung gegeben hat, dass der Herr deiner Schwester oder Bruder Offenbarung gibt. So werden wir überwinden und mehr Sieg und Sieg haben. Aber wenn wir nicht in Einheit sind, der Feind gewinnt. Wir sehen das in das Buch, wo Mose schwach war. Josef, als Mose schwach war, was ist geschehen?
Israel war nicht als Sieger, nur wenn die Hände Mose hoch waren. Deswegen sollst du die Hände deinem Bruder oder deiner Schwester tragen. Die Charakter eines Propheten. Der Dienst der Prophet hat bestimmte Eigenschaften. Diese Eigenschaften erfordert eine große Aufnahmefähigkeit. Große Aufnahmefähigkeit. Größere Selbstbeherrschung. Ein Prophet soll viel Selbstbeherrschung haben. Nicht reden, weil man reden soll. Nicht handeln, weil man handeln muss. Aber reden, wann der Geist gibt zu reden. Handeln, wann der Geist gibt zu handeln. Halleluja. Manchmal kann ein Prophet bei dir zu Hause kommen und du sagst, was hat dir oder was siehst du, was merkst du? Er sagt, nichts. Er geht weg. Nicht weil er lügt, aber weil die Zeit ist nicht da, um zu reden. Ich kann zum Beispiel sehen, dass der Bruder etwas hat. Und wenn ich ihm das sage, das wird ihn in seinem Glauben schwächen. Ich werde ihm das nicht so sagen. Ich werde erstmal beten. Ihr seht, wie ich manchmal mit einigen hier war. Es gibt bestimmte Sachen, die ich dir nicht sage. Wie weiß das? Es gibt bestimmte Sachen, wo ich erstmal mit dir wachse, ich wachse, ich wachse, ich wachse. Und irgendwann kommt der Hammer. Ich schlage, schlage, schlage. Und dann irgendwann kommt und ich umarme dich. Alles klar. Wie, gell? Alles klar, es ist gut. Du weinst, du weinst, du weinst, du weinst, du weinst. Aber es gibt Zeit. Du sollst wissen, wann du etwas sagst. Oder wann du etwas mit jemandem teilst. Deswegen sagt Jesus selbst, ich habe noch einiges euch zu sagen. Aber ihr seid noch nicht bereit, das zu empfangen. Es gibt prophetische Sachen. Wenn du jemandem das gibst, es tötet ihn. Weil die Zeit ist noch nicht da, damit er das hört oder empfängt. Aber es gibt Leute, die sind so reif, solche Sachen zu ertragen. Deswegen kannst du irgendwo ankommen, ein Bruder, eine Prophezie geben, der feststellt, komm nie wieder in die Gemeinde. Die Prophezie war nicht falsch. Aber der Mensch war noch nicht bereit, das zu hören. Ich erinnere mich, die erste Zeit als Prophet, ein Bruder kam in der Gemeinde und eine Schwester, er hat sich bekehrt. Er war Doktor. Und die Schwester kam in der Gemeinde. Ich sah die Schwester, ich rief die Schwester. Ich sagte, komm mal, wir müssen reden. Sie ging im Büro, ich fragte ihr über ihre Bekehrung, sie erzählte. Und zwei, drei Tage danach, ich sehe den Baphomet-Zeichen vor ihr. Kennt ihr Baphomet? Baphomet ist das Zeichen der Teufel in der Freimaurerei und Illuminati. Diese, kennt ihr die Sterne mit fünf, wie sagt man das? Mit fünf? Der Sterne. Pentagramm. Zwei nach vorne und ein Pfeil nach unten. Und zwei. So, kennt ihr diese Sterne? Es gibt zwei Arten von Sternen. Wo eine die Spitze nach oben ist und zwei Spitze nach unten. Und eine der Spitze nach unten ist und zwei nach oben. Ziegenkopf. Ja, Ziegenkopf. Ziegenkopf ist das Zeichen der Baphomet, der Illuminati. Die benutzen den Ziegenkopf. Ne? Aber mit der Pfeil nach oben ist das Zeichen der Hexerei. Pur Okkultismus. Und ich sage diese Zeichen mit der Ziegenkopf. Wenn ihr das Buch von, wenn ihr im Internet, YouTube, Google, Baphomet, ihr werdet ein Mensch mit dem Kopf der Ziege und er steht wie Yoga. So er sieht, es ist der Teufel in der Freimaurerei und so weiter. Und ich sage diese Zeichen und stellte die Frage zu der Frau: Ist jemand in der Familie Freimaurerei? Die sagt: Mein Vater ist Freimaurer. Er hat uns alle in Freimaurerei eingeweiht. Und ich ging fort und weiter und ich bekam viele Erkenntnisse. Aber die junge Dame war nicht bereit, diese Erkenntnis. Und als sie dem Mann begegnete in der Gemeinde, ich sagte zu dem Mann, zu dem jungen Mann: Du hast dich neu bekehrt.
warte ab, es ist noch nicht die Zeit. Er wollte nicht. Dann ging ich fort. Ich sagte ihm, diese Frau, mit der du unterwegs bist, ist nicht deine Frau. Er wollte nicht hören. Und irgendwann bin ich war noch neu im prophetischen Dienst. Ich bin sehr hart gegangen. Ich habe ihn allein gerufen. Ich habe ihm gesagt, die Zeichen, die ich in diese Frau gehe, deuten sehr, sehr stark, dass sie nicht bekehrt ist und dass die Okkult unterwegs ist. Es war die Wahrheit, aber der Mensch war nicht bereit, das zu hören. Er ist raus aus dem Büro, hat geschrien, hat mich gehalten, wollte mich schlagen von allen. Er ist aus der Gemeinde gegangen, ich habe geweint. Meine Frau stand daneben, wir haben geweint. Bevor er rausging, meine Frau ruft ihn und sagt, du willst 2 Jahre in sehr schlimmere Zeiten gehen. Du willst den Tod beinahe, wie sagt man das, den Tod, Tod entkommen und so weiter. Wenn du nicht heute die Notbremse ziehst, das soll das und das und das in deinem Leben entstehen. Du willst so runtergehen, so schlimm erleben, wenn es nicht durch die Gnade Gottes wird und nicht am Leben bleiben. Er sagt, es ist mir scheißegal. Ich glaube nicht an solche prophetische Sachen. Er ist weggegangen. 2 Jahre danach bekamen wir einen Anruf. Der Mann weinte. Er weinte. Er weinte. Er weinte. Er sagt, ist deine Freundin näher? Ich sage, ja, mach laut. Jetzt erkenne ich für mich persönlich, dass deine Frau ein Prophetin ist. Ich sage, warum? Erinnerst du dich, als ich dich schlagen wollte? Ja, vor 2 Jahren. Alles, was deine Frau gesagt hat, ist 1:1 geschehen. 1:1. Ich bin obdachlos geworden. Ich schlief draußen. Ich wurde sogar verhaftet, dass ich mein eigenes Kind vergewaltigt habe. Obwohl es falsch war. Ich war beinahe, mich umzubringen. Gott hat jemand geschickt. Der Mann lebt in Mannheim. Kann irgendwann mal Zeugnis hier geben. Er sollte seine Prüfung, seinen Doktortitelprüfung machen. Jedes Mal, wo er studierte, die Frau stand auf, verfluchte ihn, verfluchte ihn. Er ging zu der Professorin, der Professor sagt, du wirst nie mal hier promovieren, es kann nicht möglich sein. Er war unterwegs an der Uni, er hört die Stimme Gottes, sagt ihn, ruf Christine. Er sagt, Christine, ich kenne nur eine, ich habe keinen Kontakt mehr. Er ruft Christine, meine Frau hat mir damals später erzählt. Er sagte, ich schaffe nicht mal zu promovieren, ich sollte schon längst promovieren. Meine Frau sagt, ich möchte nicht lange mit dir reden, diskutieren, aber du wirst innerhalb von 1 oder 2 Wochen, man wird dich anrufen. Und was du schreibst für Promotion, deine Doktorarbeit, wird zurück, die werden zurückschauen und werden die ab zurückrufen, damit du promovierst, weil der Feind hat alles blockiert. Und meine Frau betete für ihn und sagte, innerhalb von 2 Wochen, die werden dich anrufen. Und es passiert genauso. Und den Tag, wo er promovierte, er hat extra gesagt, wenn diese Frau nicht dabei ist, ich werde nicht vor meine Professorin eintreten. Und meine Frau an diesem Tag ging. Ich habe die begleitet. Und der Mann sagte vor alle Professoren, ich habe promoviert, dank dieser Frau da hinten. Weil die gesehen hat und proklamiert hat. Amen. Amen. Damals war ich jung, Prophet. Ich habe gesagt, der Mann hat nicht begriffen. Er war nicht bereit. Er ist raus aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft. Deswegen, wenn du prophetisch unterwegs bist, es ist sehr wichtig, Weisheit. Man prophezeit nicht, wenn man, zornig ist. Wenn man fleischlich unterwegs ist, kann man nicht als Prophet oder Prophet sein. Warum?
Ich habe erlebt, jemand stand vor uns voller Wut und Zorn. Fing an zu prophezeien, am Ende sagte ich zu der Person, nur 10% von was du gesagt hast, kam von Gott, den Rest war dein Fleisch. Ein Prophet, der hört nicht öfter Geschichte von Menschen. Das kann sein Dienst, oder jemand, der prophetisch unterwegs ist. Wenn du öfter alles hört, was Menschen du musst, du willst oder immer hören, das wird viel deine Gabe beeinflussen. Lieber weniger hören. Nur wenn du in Seelsorge bist, kannst du viel hören. Aber diese ständig erzählen, ah, der hat gesagt, ich habe das bei denen gesehen, das kann auch deinen Dienst beeinflussen. Deswegen sage ich euch immer, wenn du vorhast, wenn du predigen willst in der Gemeinde, jemand kommt zu dir, fängt an über Themen, bitte, du weißt, du predigen ein, zwei Tage, wir werden darüber später, das kann auch dein Predigt beeinflussen. Oder jemand kommt mit einem Thema vor dein Predigt, das kann dein Predigt beeinflussen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Es erfordert größeren Glauben. Größeren Vielfältigkeit, ne? Im Predigen, Visionen, Träume und auch Auslegung von Träumen, Symbole und biblische Handlungen. Es erfordert auch viel Sensibilität, Empfindlichkeit. Ein Prophet ist sehr empfindlich in Musik und Lobpreis. Empfindsamkeit. Ja. Oh, danke, ein neues Wort, Empfindsamkeit. Empfindlichkeit ist, du bist empfindlich. Nimm mal das Wort noch. Empfindsamkeit. Oh, Gott segne dich. Empfindsamkeit hat der Prophet. Das bedeutet, wenn du als Prophet auserwählt wurde, diese Empfindsamkeit, was Birgit immer sagt, ist sehr wichtig. Wenn du das Wort noch mehr wissen, frag mal Birgit, die wird dir mehr sagen davon, was Empfindsamkeit ist. Empfindsamkeit, weil er bringt das Botschaft Gottes. Er hört, sieht und geht weiter. Amen. Es erfordert auch Selbstverleugnung. Sag mal, ne? Viel Selbstverleugnung. Gehorsam. Völlige Unterwerfung des Geistes. Es erfordert Selbstverleugnung. Gehorsam, völlige Unterwerfung des Heiligen Geistes. Sanftmütigkeit ist sehr, sehr wichtig bei dem Propheten, auch bei allen Diensten. Diese selbe Sache, ich nenne sie auch wichtig, aber der Prophet hat sehr viel Empfindsamkeit, habe ich jetzt richtig gesagt. Amen. 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 4. Mose 27, 18. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Joshua, den Sohn Nuns, ein Mann, in dem der Geist ist. Der Prophet ist ein Mann, in dem der Geist ist. In dem der Geist sich bewegt. Er hört durch die Stimme des Geistes. Er sieht durch die Augen des Geistes. Er fühlt durch die Augen des Geistes. Jesaja 11, 2. Der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen. Geist der Weisheit und der Jesaja. Jesaja 12, 2. 11, sorry. 2. Jesaja 11, 2. Jesaja 11, 2. Was hatte ich schon davor? 4. Mose 27, 18. Jesaja 11, 2. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist der Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind auch die Eigenschaften, die man bei den Propheten findet. Amen.
Die Gottesforderungen bei dem prophetischen Dienst ist sehr groß. Weil er im Einklang mit der Richtung des Geistes stehen muss. Im Einklang sich bewegen mit dem Geist. Die Forderungen Gottes in der prophetischen Dienst sind sehr groß. Amen. Er muss in der Einklang mit der Richtung stehen, der Richtung des Geistes, die Gott in einer bestimmten Zeit und Moment für sein Volk, die Richtung, die Gott in einer bestimmten Zeit für sein Volk bestimmt. Amen. Amen. Wenn unsere Augen nicht gut funktionieren, was bedeutet das? Wenn unsere Augen nicht gut funktionieren, was bedeutet das? Prophetischer Dienst erfordert sehr präzise Sichtweise. Sehr präzise Sichtweise. Wenn der Prophet blind ist, die ganze Gemeinschaft wird blind unterwegs sein. Wenn prophetische Menschen in der Gemeinde blind sind, die Gemeinde wird auch blind sich bewegen. Wenn Menschen die prophetische Gabe in der Gemeinde nicht ausgeübt sind, nicht in Bewegung der Geist sind, wir werden alle hier blind sein. Weil in der Gemeinde gibt es Menschen, die prophetisch sehen, prophetisch erkennen und prophetisch weitergeben. Und wir empfangen prophetisch, wir prüfen prophetisch im Geist, geistlich kann man sagen. Und wir setzen ein, was Gott uns zeigt. Amen. Gott kann uns eine Vision zeigen. Jemand kann entstehen und sagen, ich sehe die Gemeinde voller Wasser. Leute sind am Ertrinken. Dann schau mal, okay, voller Wasser, Menschen am Ertrinken. Was bedeutet das? Was bedeutet wirklich Wasser in der Gemeinde, die Menschen ertrinken, anstatt Menschen zu erfrischen, aufzubauen und so weiter. Dann redet man zusammen, man beobachtet, wenn Gott über Wasser redet, was bedeutet Wasser? Wasser haben zwei Bedeutungen. Wasser, wenn man Wasser, viele Wasser, bedeutet Nationen, Völker. Aber Wasser kann das Zeichen vom Wort sein. Amen. Wenn Gott sagt, er sieht einen Engel, der über Wasser läuft oder so. Dieses Wasser hat eine Bedeutung von Nationen, Meeren, Nationen. Aber wenn man über Wasser, der gerade strömt oder der in Bewegung ist, das ist das Wort Gottes. Dann schaut man, das Wort Gottes in der Gemeinde, Menschen ertrinken. Ihr wisst schon, was das bedeuten kann. Jesaja 47 redet. Ezekiel 47, er redet über den Geist, der ihn im Wasser leitet und führt. Und Wasser hat verschiedene Stufen erreicht. Das hat auch Bedeutung. Amen. Eine Eigenschaft der Prophet, er erlebt sehr viele Ablehnung in seiner Familie, in der Gemeinde. Er ist ein Mann wie Josef zum Beispiel. Er kennt das Geschichte Josef. In seiner Familie hat er viel Ablehnung erlebt. Das Maß der Gabe Gottes ist das Maß der Ablehnung fast gleich. Je mehr du die Salbung und der Gabe in das Leben der Prophet ist, desto mehr Ablehnung kann er auch erleben. Deswegen die Konstellation Prophet und Apostel sind sehr wichtig. Ja? Deswegen Propheten brauchen Schutz. Sehr viel Schutz. Propheten brauchen andere Diener, die ihre Dienste erkennen und die auch beschützen, die ermahnen, bestätigen auch. Na, es ist sehr wichtig, dass du als Prophet andere Dienste hast, die auch in deiner Nähe sind, die ermutigen. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich sehr viel, manchmal gezweifelt habe, ob ich wirklich als Prophet berufen wurde. Es war Zeit, wo jeder Pastor gegen dich war.
Jeder Pastor war gegen, alle haben geschrieben, ein Mann, der Befreiung macht, ist ein Ehelehrer. Ein Mann, der Dämonen der Gemeinde austreibt, ist ein Ehelehrer. Wir fingen an, wirklich zu zweifeln. Also, es war noch am Anfang, bis Gott uns wirklich Männer Gottes schickte, die uns bestätigt. Der Geist Gottes schickte uns auch viel Bestätigung und Männer Gottes und Frauen Gottes, die uns auch wirklich getragen haben und bestätigt. Weil wir haben sehr viele Verletzungen erlebt. Sehr viele, wir wurden beschimpft, wir wurden abgelehnt und so weiter. Aber je mehr die Ablehnung war, desto mehr die Absalbung sich bewegte. Es kam einmal 12 Leute bei uns zu Hause zum Besuch. Und diese Leute waren von anderen Glauben. Und die waren gegen meist alle Geistesdienste, aber die sagten, Propheten gibt nicht mehr. Die haben uns so gegen uns gelästert. Wir waren am Tisch, aber man hat bemerkt, jedes Wort war ein Angriff. Am Ende, ich wollte nach Hause gehen, ich sagte, ey Bruder, wir können nicht nach Hause gehen, ohne zu beten. Steh mal auf, wir beten. Als er anfing zu beten, der am meisten gelästert hat, war am Boden, fing an, Schaum aus seinem Mund. Und er war fast wie tot auf dem Boden. Die anderen haben gesagt, Vater, segne ihn, Vater. Ich sagte, nein, es geht nicht um Segen. Der Böse hat sich manifestiert. Wie der Böse? Wie kann ein Christ Böse haben? Er sagt, lass uns mal beten. Gebete, Gebete, Gebete. Je mehr er hat manifestiert, der Geist weg ist. Derselbe Mensch, der befreit ist, der geht, fängt an, schlecht über uns zu erzählen. Sehr schlecht, verletzend schlecht. Und was passiert ist, ich war in Karlsruhe unterwegs, ein Bruder ruft mich an, ah, wir haben ein Seminar. Ich gehe in das Seminar, der Bruder, der gegen uns gelästert, er sieht mich. Er ruft alle Brüder, komm alle draußen. Ich möchte um Vergebung an diesen Mann beten. Ich sage, warum? Ich habe schlecht über dich geredet. Ich habe gegen dich gelästert, gegen den Dienst gelästert. Ich möchte um Vergebung beten. Seitdem ich angefangen habe, gegen euch zu lästern, ich kann kaum in der Nacht schlafen. Ich werde angegriffen durch geistliche Ehefrauen, durch verschiedene Sachen. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche eure Hilfe. In meiner Gemeinde, alle Brüder, die du hier siehst, die kennen sowas nicht wie Befreiung. Die lehnen das ab. Aber ich leide sehr. Und ich brauche Hilfe. Er hat Buße getan. Ich habe ihn vergeben. Ich dachte nicht mal, dass sowas ist. Ich habe ihn vergeben. Sag, Bruder, wenn du Hilfe brauchst, du hast unsere Nummer. Propheten erleben sehr viel Ablehnung. Deswegen sagte Jesus, Propheten sind nicht in ihrer eigenen Familie willkommen. Jesus wurde selbst von deiner eigenen Familie abgelehnt. Wenn du Prophet bist, deine Familie werden dich nicht erkennen. Die werden manchmal gegen dich lästern. Die werden manchmal, ja, der sagt, er ist Prophet, was für ein Prophet. Die werden immer etwas finden, um dich wirklich runterzuschlagen. Aber du sollst immer an den Herrn schauen. Der Feind nutzt manchmal Leute, um Zweifel zu bringen. Aber zweifel nicht. Deswegen sagte Paulus zu Timotheus, du sollst nicht unterschätzen den Dienst, das du empfangen hast, durch Hände auflegen. Paulus ermutigte Timotheus, weil Timotheus ging durch sehr schwierige Zeiten, wo es war Verfolgungszeit. Alle haben ihn aufgegeben. Die Menschen, die er Zeit benutzt hat, um aufzubauen, haben ihn im Stich gelassen. Und denk nicht, dass alle Menschen werden dich immer klatschen. Nein. Manchmal Menschen, für die du beten, irgendwann werden die gegen dich sprechen, werden gegen dich kämpfen. Es ist so in Dienst. Aber wenn du sowas siehst, Jesus war mit Judas, er hat Judas geliebt, er kannte Judas. Deswegen, egal was passiert, du sollst nicht aufhören zu lieben. Aber irgendwann, je mehr du in deinen Dienst steigst, desto mehr baut der Herr rund um dich einen Schutz. Ich bin nicht mehr verletzbar. Diese Zeit ist vorbei. Der Herr hat mein Herz so vorbereitet in Dienst. Manchmal macht er mein Stil sehr hart in bestimmten Wegen. Je mehr du in Dienst, egal in welchem Dienst du bist, irgendwann, wenn Leute schlecht über dich reden und du fängst an zu weinen, wenn Leute gegen dich lästern, du bist betrübt, du weinst, Menschen reden, du weinst, Menschen, dann hast du noch nicht verstanden. Du bist noch nicht so reif. Weil du sollst reifen. Du sollst reifen. Dass, wenn man dich im Gefängnis wirft, wie Paulus, lob den Herrn.
Wenn man dich schlägt, du hebst die Hände und sagst, danke Jesus, dass man mich geschlagen hat. Wenn man gegen dich lästert, du sagst, Halleluja, danke Jesus, dann hast du verstanden. Amen. Dann hast du verstanden. Egal, ob du Prophet oder Apostel oder ob du auch nicht in Dienst bist, du sollst wachsen. Wir sollen wachen, dass Lästerei, dass Motzerei uns nicht mehr sagt. Menschen werden immer sprechen. Gott hat den Mund gegeben, damit Menschen reden. Aber wir, Gott hat uns unseren Mund gegeben, damit wir loben und preisen. Amen. Egal wie schlecht Menschen über dich reden, es sagt dir nichts. Du lobst den Herrn, du preist ihn. Ich bin nicht abhängig von Menschen. Du bist nicht abhängig von Menschen, von was Menschen sagen. Du bist abhängig von dem Wort Gottes. Denn die Bibel sagt, der Mensch wird nicht nur von Brot und Wasser und Milch und alles leben, sondern von allem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Unser Glauben kommt von dem Gehör und der Gehör kommt von Gott, Wort Gottes. Mein Glauben kommt nicht von was Menschen sagen. Mein Glauben kommt nicht von was Menschen proklamieren, Familie proklamieren. Nein, was von Gott sagt, ist mit mein Glauben gebaut, gefestigt. Halleluja! 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 Halleluja. Dein Glauben soll befestigt sein. Menschen werden nicht immer deinen Dienst, deine Berufung erkennen. Aber solange Gott dich erkennt, das ist das Wichtigste. Menschen werden dich nicht immer erkennen. Manchmal suchen wir Anerkennung. Ein wahrer Mann Gottes sucht keine Anerkennung. Ein Prophet Gottes sucht keine Anerkennung. Ein Pastor sucht keine Anerkennung bei Menschen. Aber er sucht Anerkennung von Himmel, wo Gott und die Engel bestätigen, das ist eine Diener Gottes. Das ist eine Dienerin. Halleluja. Deine Bestätigung suchst du erstmal im Himmel. Wenn der Himmel dich bestätigt, die Erde wird dich bestätigen. Versteht ihr? Wir Menschen, wir suchen erstmal Bestätigung von Menschen. Wenn wir, nachdem wir prophezeit haben, wir schauen, was Menschen sagen. Oh, deine Prophezeiung war gut. Halleluja. Ah, deine Prophezeiung war gut. Halleluja. Ah, deine Prophezeiung. Ja, ja, danke, Herr. Man spielt der Demütige. Ehre sei dem Herr. Ehre sei dem Herr. Obwohl dem Herrn. Man möchte immer, nachdem man gepredigt hat, man läuft, man schaut, man wartet, was Leute sagen. Ja, dein Predigt war toll. Ehre sei dem Herr. Ehre sei dem Herr. Man geht bei der Nächsten. Er hat mir nichts gesagt. Oh, okay. Oh, Bruder, wow, dein Predigt war gut. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Das ist, man sucht Bestätigung. Man sucht Bestätigung. Halleluja. Ich erinnere mich an was Robbie gesagt hat, als er bei der Live-Show gepredigt hat. Alle kamen. Oh, Rob, das war toll. Rob, das war toll. Er hat sich gefreut. So waren wir alle. Ich auch war genauso. Wenn du predigst, du erwartest, dass Menschen kommen, sag, aber je mehr du wächst, du suchst keine Bestätigung mehr der Menschen. Du suchst, dass Gott dich bestätigt. Dass der Himmel dich bestätigt. Deswegen such erstmal. Man sagt, wie sagt man Favor? Gunst. Such erstmal nach der Gunst Gottes. Wenn du der Gunst Gottes gefunden hat, wird die Menschen dir ihre Gunst geben. Du siehst auch, Nehemia hatte die Gunst Gottes. Und der König kam, gab ihm Geld, gab ihm Holz, damit er die Mauer Jerusalem wieder baut. Wenn du die Gunst Gottes hast, willst du die Gunst deiner Chef haben. Wenn du die Gunst Gottes hast, willst du die Gunst deiner Geschäftspartner haben. Wenn du Gunst Gottes hast, willst du die Gunst deiner Nachbarn haben. Wenn du die Gunst Gottes hast, willst du überall. Erinnert euch, als Israel aus Ägypten rausging, sie haben die Gunst Gottes und Ägypten haben ihnen Gold, Geld, alles gegeben. Warum? Weil sie die Gunst Gottes haben und sie haben die Gunst der Menschen bekommen. Menschen werden zu dir kommen, dir ihre Schätze geben. Warum? Weil dein Schatz in Epheser 1, Gott hat dir alle himmlischen Schätze gesegnet. Und die Menschen sollen sich vor dem Befehl Gottes beugen. Halleluja. Zum Schluss, ich bin am Ende. Es ist ein bisschen lang heute, weil ich muss vorwärts kommen mit diesen Diensten. Halleluja. Seid mir geduldig und gnädig. Ich habe Gunst vor euch gefunden. Ne? Ich habe euren Gunst. Halleluja. Danke, danke. Verdienst, wo du viel zu sagen hast. Ja, es gibt so viel zu sagen, wie Gabriel sagt, aber ich
ich mag ein bisschen alles zusammen. Ja, Gott möchte durch Propheten die Salbung zurückgeben in der Gemeinde. Die Salbung der Wunder, Heilung, Kraft, das Feuer des Geistes möchte er freisetzen. Deswegen sucht Gott nach Menschen, die offen für prophetische Bewegungen sind. Nicht nur als Prophet, sondern prophetische Bewegung sind. Gott sucht nach Menschen, durch denen er sein Feuer in der Gemeinde freisetzen. Du sollst wissen, nicht weit und nicht vorne kommen, kann Gott dich nicht benutzen. Nein, Gott kann durch dich das Feuer in diese Gemeinde freisetzen. Gott kann durch dich. Deswegen möchte ich jeden ermutigen, nach der Gabe zu streben, nach dem Feuer zu streben. Sag Gott, fühl mich mit deinem Feuer. Ich möchte im Feuer sein. Ich möchte brennen, Herr. Und durch dich, durch dein Feuer, du wirst irgendwann mal hier kommen. Du bist im Feuer. Du kommst rein, alle fangen an, am Boden zu fallen von Feuer. Oder alle fangen an, in Zunge zu reden, weil du bist Feuer unterwegs bist. Es kommt darauf an, wie du in der verborgenen Ort dich bewegst. Wie du dich in der verborgenen Ort mit dem Geist Gottes dich bewegst. Gott möchte dich in Feuer setzen, damit du seine Gemeinde in Feuer bringt, deine Familie. Halleluja. Propheten haben diese Eigenschaft in dem Alten Testament, 1. Samuel 9, 6, die waren Seher. Die sehen in drei Bereiche, in drei Dimensionen oder Bereiche. Die sehen in den natürlichen Bereichen, 2. Könige 5, 26. Wir kennen diese Geschichte, ne? 2. König 5, 26. Die sehen in übernatürliche Bereiche. In den natürlichen Bereich haben wir 2. König 5, 26 und 2. König 6, 12. Amen. Die sehen in den natürlichen Bereich. Die sehen in übernatürliche Bereiche. 1. König 22, 18. Und die sehen im Herzen und Leben der Menschen. Erstens, sie sehen in natürliche Bereiche. 2. Könige 5, 26, 2. Könige 6, 12. Die sehen in übernatürliche Bereiche. 1. Könige 22, 18. Und die sehen in der Herzen und Leben der Menschen. Matthäus 9, 4, Lukas 7, 39. Noch zwei oder drei Eigenschaften. Propheten haben totale Identifikation mit ihren Predigern. Die predigen, was sie leben, die predigen, was sie erleben. Amen. 37. Die sehen im natürlichen Bereich 2. Könige 5, 26. Die sehen im übernatürlichen Bereich 1. Könige 22, 18. Die sehen in den Herzen und Leben der Menschen. Matthäus 9, Lukas 7, 39. Die sind total identifiziert mit ihrer Botschaft. Es sind nicht, die verkündigen nicht etwas und leben etwas anders. Nein, die sind total identifiziert mit ihrer Botschaft. Der Botschaft der Prophet ist nicht trennbar mit seinem Leben. Der Botschaft der Prophet ist nicht trennbar und untrennbar. Es ist untrennbar mit seinem Leben. Er lebt, was er verkündigt. Amen. Wenn ein Prophet Prediger sein Predigt in Tat und Wort, er predige durch Tat und Worte und durch Bewegung. Das bedeutet, er kann sein Predigt durch Wörter, durch Taten und durch Bewegung äußern. Amen. Ja. Ich werde es mal hier stoppen. Es gibt noch einiges, aber ich stoppe es mal hier. Nächste Woche oder wenn wir noch kurz das letzte Zeit weitergehen. Es tut mir leid, es ist so viel zu erzählen. Aber wir
respektieren ein bisschen die Zeit. Wir stoppen hier. Amen. Nächste Woche, wenn wir weitermachen, aber wenn ihr Fragen habt, wenn jemand zum Beispiel merkt, der Herr hat mir das und das offenbart, bringt eure Frage mit. Amen. Oder wenn ihr merkt, jeder kann davon profitieren, einfach in der Tabernakelgruppe stellen und wir werden uns bemühen zu beantworten. Amen. Wenn du prophetische oder apostolische oder Evangelist oder irgendwelche Berufung hast und du bist dir nicht sicher, bring das hier während unserer Fastenzeit, wenn wir fasten, beten. Wenn du irgendwelche Gabe hast und du bist dir nicht sicher, alles wird durch ins Gebet bestätigt. Amen. Die haben gefasst und gebetet, Apostelgeschichte 13, und bekamen Bestätigung vom Geist. Amen. Wenn du merkst, du hast Albträume, du hast noch verschiedene Sachen, die, wo du noch Hilfe brauchst, Befreiung oder so, bitte, behält das nicht für dich, lass es wissen, wir organisieren uns, wir werden in der nächsten Zeit keine Befreiung-Seminar machen, aber wir können individuell für jeden beten. Amen. Wir haben gesagt, wir können mal planen, wenn jemand Befreiung braucht, dass wir entweder Samstag oder Freitagabend uns treffen für die Befreiung für jede einzelne Person beten. Bleib nicht einfach bei dir, sag, ja, es wird so, wenn du Befreiung brauchst oder Hilfe irgendwo in deinem Leben brauchst, wir sind eine Familie, sag Bescheid. Es ist sehr wichtig, dass wir in Freiheit wandeln, dass wir unsere Befreiung erleben. Die Befreiung ist sehr wichtig für die Zukunft auch. Weil der Feind, wenn wir Sachen behalten, er wird versuchen, diese Sachen auszunutzen, um unser Leben, unsere Dienste, unsere Familie, alles lahm zu legen. Amen. Aber wir kämpfen füreinander, wir beten füreinander, dass wir in Freiheit wandeln. Wenn du mehr noch Bitterkeit, Schmerz in dein Herzen hast, du möchtest reden, schick einfach einen kleinen Message. Ich werde mich organisieren, wir werden Gespräch sehen und beten. Weil Bitterkeit, Zorn und Vergebenheit sind Sachen, die ich wirklich gerne sage. Lasst uns dagegen beten, dass Gott der Herr, das Herz frei macht. Und für dich selbst, du wirst in Frieden leben, du wirst auch deine Familie oder Gemeinschaft mit denen in Frieden wandeln. Amen. Sehr wichtig. Egal was ist, lass uns ins Gebet gehen. Wir sind eine Familie. Halleluja. Amen. Sei gesegnet. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese Zeit. Wir danken dir für deine Lehre über prophetische Dienste. Herr, wir haben über Aposteldienste, prophetische Dienste, Herr. Herr, wir wissen nicht alles, aber du, der Geist Gottes, weißt alles, Herr. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen vorbereitet, dass alles, was wir empfangen haben, genauso, dass der Feind nicht kommt und alles räumt, Vater. Wir wollen in diese Hinsicht wandeln, wachsen, mehr Erkenntnis haben. Halleluja, im Namen Jesus Christus. Vater, wir wollen Frucht tragen. Vater, lass einfach Aposteldienst sich manifestieren. Lass prophetisch Prophetendienst sich manifestieren. In Frauen wie in Männern. Lass Lehrerdienste, Evangelisten, Pastoren, alle möglichen Dienste in deiner Gemeinde, in Mannheim, in Deutschland, in Europa. Vater, die Zeit ist gekommen, wo du diese Dienste wieder erweckst. Halleluja. Die Zeit ist da, Herr. Tu deine Wege. Tu deine Wege, Heiliger Geist. Wir danken dir für die Propheten, die in ganz Deutschland erweckt werden. Wir danken dir für die Apostel, für die Lehrer, für die Evangelisten, die Pastoren, die erweckt werden und in Bewegung freigesetzt werden, egal wie alt sie sind. Halleluja. Samuel war sehr jung, als er als Prophet in Israel eintrat. Jeremia war sehr jung, als er als Prophet in Israel eintrat. Oh Herr, du siehst kein Alter, du siehst kein Geschlecht, Herr. Halleluja. Du bist der Geist, der Menschen salbt in Dienst. Halleluja, Herr. Genauso wie Jesus Christus in Lukas Kapitel 4, Vers 18 gesagt hat, der Geist Gottes ist nicht über mir, weil er mich gesandt hat. Hey, salb dein Volk, Halleluja. Genauso wie Mose gesagt hat, mir aus, wenn das ganze Gemeinschaft Israel von Propheten ist. Herr, lass einfach, dass viele Propheten entstehen, dieses Land. Dass die viele Propheten, viele Apostel, viele Hirten
in dieses Land, Herr. Öffne diese Türen, die verschlossen waren. Die Türe der Dienste, die komplett geschlossen war. Herr, wir sind am Ende der Zeit und die Tür geht auf, damit die Propheten daraus kommen im Namen Jesus Christus. Halleluja, Herr. Ich sehe diese Tür, die ich öffne, Vater, im Namen Jesus Christus. Ich sehe diese Tür, die Tür der Dienste, die Tür der Propheten, Apostel, Halleluja, Lehrer. Die Tür geht auf, geht auf, geht auf, geht auf, geht auf, geht auf. Der Schloss ist gebrochen, Halleluja. Die Tür ist geöffnet, Halleluja. Und die Dienste kommen da raus, die Dienste kommen da raus. Die Mantel der Dienste kommen da raus, die Salbung der Dienste. Im Namen Jesus Christus, Halleluja, Halleluja. Die bewegen sich im ganzen Land, die bewegen sich im ganzen Land. Halleluja, die erfüllen das Land, Halleluja. Mit prophetischen Worten, prophetischen Gaben, Herr. Mit Worten der Ermutigung, der Ermahnung, Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deinen Dienst, Halleluja. Halleluja, du bereitest die und sie und sendest die in der ganzen Land, in der ganzen Europa, weltweit, Halleluja. Die Propheten, Apostel, Halleluja, Lehrer, alle sind unterwegs, Evangelisten, Halleluja. Und die letzte Ente vorzubereiten, die letzte Ente, Halleluja, Vater. Ich bete auch, dass in der Gemeinde, dass die Gabe, Halleluja, die Gabe sich manifestieren, die Gnadegabe, Halleluja, die Dienstgabe sich manifestieren, Vater, im Namen Jesus Christus, Vater. Wir wollen nicht mehr blind sein. Wir wollen sehen, wir wollen erkennen, wir wollen fühlen, wir wollen spüren. Wir wollen riechen, 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 im Namen Jesus Christus. Halleluja, Vater. Halleluja, wir riechen, wir fühlen, wir sehen, wir hören, wir sprechen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Geist manifestiert die Gabe jetzt. Die Gabe jetzt, die Gabe jetzt, die Gabe. Halleluja, Halleluja. Die Zungen, die befestigt waren, damit deine prophetische Wort rauskommt, Herr. Vater, wir brechen diese Kette der Zunge. Wir brechen diese Kette, wir brechen den Maulwurf. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Du rede, du rede, du rede, du rede, du sprich. Du sprich im Namen des Herrn, du sprich in Auftrag des Herrn. Überall, wo du dich bewegst, in der Gemeinde, in der Familie. Halleluja, bei der Arbeit, du sprich in Auftrag des Herrn. Im Namen Jesus. Der Geist, der deine Bestimmung als Prophet, als Apostel, als Lehrer, als Evangelist, als Pastor gebremst hat, blockiert hat, diese brech ab, brech ab, brech ab, im Namen Jesus Christus. Du bist kein Hund, um Maulkorb zu haben. Wir brechen den Maulkorb, im Namen Jesus, wir brechen diese Ketten. In ganz Deutschland, überall wo Dienste gebremst sind, blockiert sind, verflucht sind, wir brechen sie Flüche, der Flüche Dienste. Im Namen Jesus.